Und damit einen schönen Freitagabend zur DTM eSports Pro Championship. Schön, dass ihr mit dabei seid zum 5. von insgesamt 6 Events an meiner Seite. Patricia Stalisane wieder mit am Start. Frisch zurück vom Nürburgring, aber du packst die Koffer schon wieder, weil eigentlich geht's straight back to the Nürburgring für dich, richtig? Eigentlich wäre ich schon dort, ja, aber hab noch andere Duties, deswegen bin ich noch hier, aber direkt nach dem Stream geht's für mich weiter. Schön, dass du hier bist. Die DTM wirft ihre Schatten voraus. Wir sind ja mit der DTM eSports Pro Championship schon ein ganzes Stückchen weiter. Wir sind heute beim vorletzten Event des Jahres und wir haben mal hier vorbereitet, was wir heute mit euch vorhaben. Wir gucken einmal auf den Timetable. Da sehen wir es. Also, wir haben eigentlich dasselbe Programm wie immer. Alle, die schon länger mit dabei sind, wissen Bescheid. Zweimal Qualifying, zweimal Rennaction. Einmal 20 Minuten Rennen ohne Boxenstopp, einmal 30 Minuten Rennen mit Boxenstopp. Wir werden danach sicher auch wieder den ein oder anderen hier bei uns ins Studio schalten. Apropos schalten, wir werden gleich zu einem unserer DTM-Piloten schalten, wollen vorher aber mal gucken, was Anfang der Woche los war. Denn die DTM-Elite im Real Life hat sich getroffen auf dem Hockenheimring. Die ersten offiziellen Tests sind durch. Patricia, es geht so richtig los mit der DTM. In 2 Wochen ist Saisonstart dann in Oschersleben. Jetzt hat man sich in Hockenheim getroffen, die ersten Testrunden absolviert. Wir schauen mal rein, wie die Klasse 2024 aussieht. Endlich ist es wieder richtig laut. Denn die neue DTM-Saison ist gestartet. Auf dem Hockenheimring drehten die Fahrer bei den offiziellen Tests ihre ersten Runden. Die Vorfreude ist da, einfach weil es so ein bisschen wie der erste Schultag ist. Alle wieder zusammen, das erste Mal alle zusammen auf der Strecke. Eine neue DTM-Saison zu starten ist immer was ganz Besonderes. Man sieht die neuen Beklebungen, Lackierungen, ganzen Teams, Fahrer, alles ist neu gemischt. Und das sind sie. 20 Fahrer der DTM-Saison 2024. Vertraute Gesichter treffen dabei auf frischen Wind. Zum allerersten Mal sind wir auch froh, dass die ersten 10 der letztjährigen Meisterschaft wieder dabei sind. DTM ist mega stark, sind sicher die besten GT3, GT-Fahrer auf der Welt hier am Start. Ich glaube, wir können ganz viele Fahrer mit auf die Rechnung packen, die ja wahrscheinlich hier in Hockenheim um den Titel kämpfen werden. So unterschiedlich die Fahrer als Typen sind, so eint sie ein Ziel. Sie alle wollen ihn schlagen, Thomas Preining. Doch der Champion ist heiß auf die Titelverteidigung. Der Titel letztes Jahr hat definitiv Hunger auf mehr gemacht. Es ist das beste Gefühl, das ich bis jetzt erleben durfte. Von dem her werden wir alles dran setzen, um das wieder zu schaffen. In gut 2 Wochen geht es in Oschersleben um die ersten Meisterschaftspunkte dieser ganz besonderen Saison, der 40. Jubiläumssaison der DTM. Mein erstes Jahr war 2002 im Vorprogramm der DTM, seitdem bin ich dabei und natürlich 3 Titel in den 40 Jahren eingefahren. Von dem her ja, bin ich stolz, ein kleiner Teil der DTM-Geschichte zu sein. Ich versuche jetzt seit einigen Jahren den 3. Titel hinterherzufahren und den noch so einzupacken. Daher wäre es natürlich schön, wenn es im Jubiläumsjahr klappt. Doch egal, wer von ihnen Champion wird, Fakt ist, in dieser Saison gibt es definitiv etwas zu feiern. Happy Birthday, DTM. Und dem schließen wir uns an. Happy Birthday, DTM. 40 Jahre. Bist du jetzt wirklich? Happy Birthday to you. Ja, das schon mit einsetzen können. Bewerbung für DSDS ist raus, Patricia. Ja, die DTM-Saison wirft ihre Schatten voraus. Worauf freust du dich am meisten? Ja, also ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt auf das erste Rennen. Ich habe den Testtag nicht so richtig mitbekommen, was die Pace angeht. Und ich denke, auch einige Fahrer haben sich zurückgehalten und es wirklich auch einfach nur als Einstellfahrten genutzt. Dementsprechend, ja, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Wir haben ein paar alte Hasen dabei und wir haben ein paar Neulinge, unter anderem Max Paul, mit dem wir gleich sprechen. Das heißt aber nicht, dass sie kein Potenzial haben, auch hier um die Meisterschaft mitzufahren. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, wer am Ende des Tages die Pace auf den Tisch stellen kann. Dann gucken wir mal und werden sprechen mit Maximilian Paul, der uns zugeschaltet ist. Max, du bist schon am Nürburgring, oder? Jawohl, gerade eben angekommen. Grüß dich. Kurz zur Aufklärung, du wirst dieses Wochenende die 24 Stunden Qualifiers mitfahren. Für Franz Konrad gehst du an den Start für Konrad Motorsport. Dabei wünschen wir dir erstmal ganz viel Spaß. Darüber sprechen wir gleich. Lass uns jetzt auf die DTM blicken. Wie war es in Hockenheim? Ja, super. War schön, wieder im Auto zu sitzen. War sehr, sehr spannend, als eigenes Team da die ersten Tests zu machen. Bisschen zu sehen, wo es uns fehlt als Team. Bisschen alles sich anzugucken. Und ja, ich denke, wir sind ziemlich gut aufgestellt. Noch viel Arbeit bis zum ersten Rennen.
Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Es wird ja deine erste volle Saison in der DTM. Du hast ja schon zwei Gaststarts gegeben. Bei der Hitzeschlacht auf dem Lausitzring warst du mit dabei. Aber ich glaube, in großer Erinnerung bleibt für dich natürlich der Nürburgring letztes Jahr. Ne? Der Regengott Maximilian Paul wurde geboren. Der Sieg in deinem ersten Gaststart. Was hat es bei dir ausgelöst, die Gefühlslage? Und war dir dann klar, ey, das möchte ich mal eine ganze Saison erleben? Ja, natürlich. Also ich sag mal so, jeder würde gerne die ganze Saison DTM fahren. Die eine Möglichkeit, die ich nutzen konnte in dem Fall, hat mir natürlich sehr, sehr viel ermöglicht, mir viele Türen geöffnet, hat mir auch überhaupt möglich gemacht, diese Saison DTM zu fahren. Und ja, nach einem harten Winter, nach vielen langen Gesprächen, ist es jetzt endlich passiert. Ich kann an den Start gehen und das als eigenes Team ist für mich natürlich eine Ehre. Absolute Riesengeschichte. Und Patricia, wieder mal trifft das Sprichwort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ja, genau, absolut. Wie ist es für dich denn jetzt, mit deinem eigenen Team an den Start zu gehen? Also hat das gewisse Schwierigkeiten? Das ist ja schon eine einzigartige Situation im Vergleich zu den anderen Fahrern. Erzähl mal so ein bisschen, was es für, ja, ich würde mal sagen, Hürden dir in den Weg stellt und was du aber auch für Vorteile draus ziehen kannst. Ja, die ganze Sache ist ja relativ kurzfristig entstanden. Mitte Februar haben wir entschieden, dass wir das selbst machen. Natürlich jetzt in 2 Monaten alles zu organisieren, von Mechaniker-Crew bis Equipment und Auto, ist natürlich ja eigentlich ein 24-Stunden-Job am Tag. Ja, ziemlich stressig, aber am Ende des Tages denke ich, wenn wir das alles ordentlich schaffen, als kleines Team, kann das ein Vorteil sein. Wir haben sehr kurze Kommunikationswege, wir haben sehr, sehr gute Leute am Start. Leuten, denen ich vertraue, Leuten, die mir vertrauen. Und ich denke, dass wenn wir alles auf den Punkt bringen, dann sind wir sehr erfolgreich. Spannende Geschichte auf jeden Fall, denn ihr seid ja das einzige Team, das wirklich nur mit einem Auto auch am Start ist. Das heißt, es wird immer schwierig, glaube ich, zu gucken, was machen die anderen Teams. Aber ich kenne dich, wir haben uns ja beim GT Master schon öfters unterhalten. Da sagt, ja, der Mirko, der Bortolotti, das ist so die Benchmark. Auf den gucke ich immer ganz viel. Und gegen den darfst du ja dieses Jahr wieder antreten. Dann in der DTM, freuen wir uns sehr darauf. Aber jetzt Nürburgring am Wochenende, da steht das 24 Qualifiers-Rennen an. Du startest auch auf einem Lamborghini Huracan GT3 im Hause Franz von Franz Konrad, Konrad Motorsport. Wie kam der Kontakt zustande? Ja, der Herr Konrad, der Franz, wir kennen uns schon eine Weile. Und ja, da kam ein spontaner Anruf am Mittwoch. Und ich freue mich natürlich, letztes Wochenende hier noch die Permit fertig gemacht mit Patricia zusammen. Und ja, jetzt die Möglichkeit zu bekommen, meine ersten Erfahrungen auf dem GT3 auf der Nordschleife zu machen, ist natürlich mega. Und deswegen großes Dankeschön an den Franz, dass er mir die Chance hier gibt. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie schnell ich zurechtkomme und ob es dann weitergeht. Wirst du es als Gelegenheit nutzen, den Vermeulen mit auf dem Auto zu haben? Ich meine, Konkurrent in der DTM, Teamkollege dieses Wochenende. Ja, es ist cool. Also ich verstehe mich mit ihm schon, bevor wir beide uns in der DTM getroffen haben. Und natürlich ist es cool, so jemanden auf dem Auto zu haben. Ich denke, wir haben ein ziemlich gutes Line-up. Auch für ihn ist das jetzt das Debüt. Deswegen, wir versuchen voneinander zu lernen, miteinander gut klarzukommen und dann, ja, erfolgreich zu sein. Ja, und dann heißt es in zwei Wochen heißt es wieder ernst gucken. Ja, genau. Nicht mehr Freunde. Nee. Spannend. Wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen. Ganz viel Spaß auf der Nürburgring Nordschleife. Ich denke, danach geht es dann auch für dich, wie alle anderen, auch nach Oschersleben. Da steht ja auch nochmal ein Test an, was ich so gehört habe. Da sind auch ganz viele DTM-Teams mit dabei. Ich denke, ihr wahrscheinlich auch. Einfach nochmal Erfahrungen sammeln in Oschersleben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen. Dankeschön. Dankeschön. Mach's gut. Für das Interview. Max, mach's gut. Bald. Viel Spaß. Ciao. Schön, freut mich für ihn, dass er das jetzt alles machen kann. Ja, zu dem stressigen Alltag von Teamchef sein und ja. Fahrer sein, fährt man auch noch ein bisschen Nordschleife auf dem GT3, ist ja alles easy. Alles easy, aber einmal Racer, immer Racer, das kennst du ja auch. So, wie kriegen wir jetzt den Überschwung rüber von der Nordschleife auf den Sachsenring? Ich würde sagen, einfach so, wir waren letzte Woche auf dem Sachsenring in der DTM eSports Pro Championship mit dem Aufbruch rein in die zweite Saisonhälfte. Sachsenring, eine Strecke, die Fahrer unglaublich lieben. Das ist eine Berg- und Talbahn. Es ging auch ordentlich zur Sache. Wir gucken mal auf das, was letzte Woche passiert ist auf dem Sachsenring.
Und los geht's in Hohenstein-Ernstthal mit Tim Jaschl im Falken Porsche auf der Pole Position gegen Kevin Sicki rechts im dunkelfarbenen Audi A8. Double File Start, alle eng beisammen. Und dann gibt's es Go, Go, Go. Super und Start, los geht's. Super Start von Tim. Hat da super viel Platz. Da hinten sind, oh, da reihen die sich schon zu dritt, zu viert nebeneinander ein. Aber jetzt wird's ganz, ganz eng in Turn 1. Ah, gibt auch ganze Berührungen da hinten. Da gibt es schon mal ein bisschen anlehnende Arme. Meisterschaftskonkurrenten Jajowski und Wisniewski schenken sich da ein. Der grüne Porsche von Jajowski hat aber das Nachsehen gegen Nikodem Wisniewski. Der ist nämlich auch dabei im Regieren vorbei an Fiducci. Da kann der Krippmann nochmal vom Glück sagen. Wieder die nächste Berührung. Ja, Jungs. Also bei 230 sich so in die Seite zu fahren, das ist natürlich schon hart. Ich denke, da gibt es keine Strafe. Das war noch alles okay aus, aber in echt wird sie da fast nicht so reingehen. Ne. Ja, der ist auf Platz 13 gerade, genau. Also das Mittelfeld ist super eng beisammen. Die ersten, die fahren alle in dem Rhythmus, aber hier hinten teilweise Parallelflug zu zweit, zu dritt. Ist sehr cool anzuschauen. Auf die Startzielgerade und dann ist das Ding durch. Herzlichen Glückwunsch an Tim Jaschl, der gewinnt vor Kevin Sicki, Nikodem Wisniewski auf der 3, Jajowski auf der 4, Redfeld auf der 5, Höckfeld auf der 6, Schinschig auf der 7, Kiefli auf der 8. Macht sich bereit für Rennen Nummer 2 in der DTM eSports Championship 2024. Das Signal ist freigegeben. Oh. Tim Jaschl, diesmal nicht so gut weggekommen. Nikodem Wisniewski an die Spitze vor. Und Achtung, dahinter kommt auch Cincik im grünfarbenen Fahrzeug. Und er wird gedreht. Cincik wird gedreht. Und den geht es jetzt ganz nach hin. Und der löst dann hier den Massencrash aus. Au, 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 au. Da hat es einige erwischt. Wisniewski halt durch, Jascha durch, Riedfeld, Price, Sigi, Krippner. Aber da hat es richtig viele. Ottaviani, glaube ich, ist wieder mit dabei, den es nach hinten durchreicht. Und hier gibt es die Attacke. Emre Can gegen Dominik Blaja. Es geht um Platz 7 und 8 zwischen den beiden. Porsche gegen Audi. Jetzt sind sie schon nebeneinander. Blaja im Audi auf der Innenbahn. Und dahinter, da kommt Vermeilen dazu. Achtung, der wird auch noch mitspielen. Im schwarz-gelb-farbenen BMW. Jetzt sind sie da zu dritt. Anflug an Kurve 1. Innenbahn, die macht Emre Can dicht. Dominik Blaja verliert eine Position. Emre Can behauptet die Innenlinie. Augen sind natürlich auf Tim Jaschl gerichtet. Ja, der biegt direkt ab. Direkt abgebogen, gefolgt auch von Jeffrey Riedfeld. An Kurve 1, genauso wird es hinauslaufen. Nikodem Wisniewski kommt vor Tim Jaschl raus. Tim Jaschl auf der 2, hat aber natürlich jetzt schon die warmen Reifen. Vielleicht die Möglichkeit, eine nächste Attacke zu starten. Ja, ist durch. Wisniewski gewinnt vor Tim Jaschl. Jeffrey Riedfeld. Jetzt war es schon wieder so knapp auf dem Nausetrim. Ging es sich auch so auf 0,3 Sekunden gefühlt aus. Und nach wie vor gilt, ganz offensichtlich geht der Titel dieses Jahr nur über Tim Jaschl. Er ist nach wie vor der Dominator vom Falken Sim Racing Team, führt vor Nikodem Wisniewski mit 43 Punkten. Wir gucken auf die Standings, da haben wir es nämlich. Weiß auf Schwarz, Jeffrey Riedfeld ist noch mit dabei, Kevin Sicki, Moritz Söhner, obwohl er ausgesetzt hat vor einer Woche und Jakob Szyszynski. Das sind die 6 Fahrer, die mathematisch noch Chancen haben auf den Titel, denn es gibt noch 128 Punkte maximal zu holen. Heute ist noch alles offen, absolut. Dementsprechend ja umso wichtiger natürlich, wie man sich heute anstellt am Red Bull Ring. Sehr, sehr viele Überholmöglichkeiten und trotzdem das Quali super wichtig am Red Bull Ring. Dementsprechend, ja, ich glaube, High Performance ist gefragt. Das ist definitiv gefragt. Auf dem Red Bull Ring, das ist unser Streich für heute. Und wie immer nimmt uns Tim Heinemann, unser From Sim to DTM Star, mal mit auf eine Runde in der wunderschönen Steiermark. Servus vom Red Bull Ring, euer Tim Heinemann hier. Ich nehme euch wieder mit auf eine schnelle Runde. Wir sind am vorletzten Rennen, es geht in die heiße Phase und ich zeige euch jetzt die Tipps und Tricks am Red Bull Ring. In der letzten Kurve wichtig aufzupassen, dass man kein Track Limit kassiert, bevor es auf die schnelle Runde geht. Dann trotzdem Full Speed mitnehmen. Gerade geht ein bisschen berghoch beim Anbremsen. Das heißt, wir können ein bisschen später bremsen als normal. Dann knapp bei 100 Metern bremsen wir auf dem Curb an, runterschalten in den zweiten Gang. Lass uns ganz bis auf den Körper austragen, aber nur bis zur gelben Wurst.
falls wir da drüber fahren, kriegen wir ein Track Limit. Jetzt geht es ja gerade hoch, fünfter Gang. Wir wieder anbremsen bei 100 Metern, jetzt hier runterschalten bis in den ersten Gang. Sehr wichtig, das Auto früh zu rotieren, früh ans Gas zu gehen, um hier wieder maximalen Speed mitzunehmen. Weil gerade beim Beschleunigen geht es berghoch. Hier sind aber auch zwei sehr gute Überholmöglichkeiten. Hier kann man sich schön im Windschatten ransaugen und daneben setzen. Hier wieder bei 100 Metern anbremsen, zweiter Gang. Kann man in den Körb ein bisschen mitnehmen, sich einhängen. Kann sich hier schön raustragen lassen. Der Rechtsknick geht natürlich voll. Infield anbremsen, wieder auf dem Curb. Muss hier lange warten, das Auto untersteuert hier gerne. Kann hier bis ans Kiesbett ran. Kurz hochschalten in den vierten Gang, dann wieder runter in den dritten. Früh ans Gas, den Körper am Ausgang voll mitnehmen. Jetzt hier volle Konzentration auf die letzten beiden Kurven. Wichtig, dass man die gut trifft, um kein Speed zu verlieren, aber auch um kein Tracklimit zu kassieren. Sich hier wieder schön raustragen lassen. Innen voll über den Curb drüber, Auto springt ein bisschen, außen wieder voll über den Curb. Und jetzt das Hochbeschleunigen bis zum Zielstrich. Ja, das war eine Runde am Red Bull Ring. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns noch einmal wieder zum großen Finale am Hockenheimring. Da hat was gefehlt. Ja, euer Tim. Euer Tim. In diesem Sinne. Wir müssen noch was nachreichen, das haben wir nicht vergessen gerade. Wir müssen mal gucken auf den Pole Position Award und auf den Fastest Lap Award. Wir haben hier das wunderschöne Lenkrad oben rechts von Usher Racing aus dem McLaren, dass sich einer unserer Fahrer am Ende sichern kann. Und Tim Jasche scheint in dieser Saison auf jeden Fall da auch richtig gut mit dabei zu sein. Das sehen wir nämlich hier. Der hat schon 5 Pole Position inne. Es gibt maximal noch 4 zu holen. Also es kann im Prinzip nur noch Moritz Höhner, Jeffrey Riedfeld oder Wisniewski dieses Lenkrad sich holen. Und wenn Tim Jasche jetzt Paul macht, ist das Ding eh durch. Ja. So. Ach, und wenn auch jemand anderes außer denen das macht, dann ist es auch durch. Stimmt. Fastest Lap Award haben wir, glaube ich, noch. Genau, das ist vom letzten Mal, vom Sachsenring. Christopher Högfeld hat auf dem Sachsenring die schnellste Zeit gesetzt und wird von Thrustmaster ausgestattet. Und apropos Thrustmaster, da kommen wir doch gleich zu unserem Gewinnspiel, auch für euch da draußen. Ihr seht in euren Chats, wenn ihr hier auf YouTube mit dabei seht, seid einen Link gepostet. Da gerne draufklicken, da muss man ein paar Sachen eintragen und dann habt ihr heute die Chance, direkt was von Thrustmaster zu gewinnen. Wir drücken euch da die Daumen, wir werden den Gewinner auch am Ende der Sendung heute auslosen. Also ganz wichtig, macht da gerne mit, ihr seid herzlich eingeladen und freuen uns, dass jetzt losgeht. Wir schalten rüber ins Qualifying auf dem Red Bull Ring. Das läuft seit knapp 2 Minuten, wir haben aber noch nicht so viel verpasst. Nikodem Wisniewski, aktuell der schnellste Fahrer mit einer 1:27.955. Der Red Bull Ring, das ist die berühmte BMW-Strecke. BMW hier immer saustark. Okay. Ja, habe ich gar nicht so mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich finde Red Bull Ring eigentlich ziemlich competitive. Klar gibt es Autos, die liegen ein bisschen schlechter. Vor allem. Was fährst du denn? Vielleicht musst du das dazu sagen, wenn du sagst, du bist competitive. Ja gut, ich bin mit dem GT4 hier halt nur gefahren auf dem Red Bull Ring und mit dem Renault Clio Cup. Mit welchem Auto? Und mit dem GT4, mit dem Audi 8 und mit dem McLaren, okay. 75. Genau, also beides Autos, die natürlich ein bisschen schwerer sind auf der schwereren Seite, Mittelmotor, Bremse ein bisschen schwierig bei dem Auto, bei hoch und runter zu den Geschwindigkeiten. Dementsprechend waren das jetzt nicht die Top-Autos normalerweise, aber trotz alledem, ui. Da hat, glaube ich, aufgegeben. Trotz alledem ist es eine super, super coole Strecke. Also ich finde, das ist einer meiner Lieblingsstrecken. Und auch wenn viele immer behaupten, sie hat so wenig Kurven, ist sie sehr, sehr technisch. Ja, also eben diese Kurven muss man dann nailen, weil sonst ziehst du deinen Fehler die ganze Gerade lang runter. Ja, also ich mag den Red Bull Ring super, super gern. Und ich denke, wir werden hier auf jeden Fall viel Fighting sehen heute. Nikodem Wisniewski aktuell also die Zeit gesetzt mit der 1:27.955, die es zu schlagen gilt. Kevin Siggi auf der 2, Dominik Bleier auf der 3. Wir gucken natürlich, was machen unsere Favoriten soweit. Also Wisniewski zählt da natürlich mit dazu. Und die Frage ist natürlich, wo ist Tim Jaschel aktuell? Der war ja zuletzt auch im Qualifying eben, wir haben es gerade gesehen, extrem stark unterwegs, hat aber noch keine Zeit gesetzt. Das Gemeine am Red Bull Ring, das haben wir hier auch schon gespürt, dass wir im Vorfeld alle hier zusammen im Studio saßen und ein bisschen gefahren sind. Die Tracklimits spielen hier eine ganz, ganz große Rolle. Klar, also nicht nur im Sim, sondern auch in Real Life. Tracklimits ist das A und O am Red Bull Ring, weil da kannst du ja super, super viel gut machen. Dementsprechend ist es auch schon fair, dass sich da alle an dieselben Tracklimits halten müssen. Nur beim Sim kannst du dem halt nicht entkommen. Wir sehen auf jeden Fall Moritz Löhner wieder mit am Start. Spannende Geschichte. Der ist ja gerade im Ausland unterwegs und fährt da LMP2-Tests.
und ist jetzt einfach mal spontan dann schnell in Barcelona, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja, in das Sim Racing Center vor Ort gefahren und fährt von dort aus mit. Also das kann man jetzt, glaube ich, schon mal anmerken, weil ich glaube, der wird auf jeden Fall sich in seinem Home-Setup ein bisschen wohler fühlen. Das ist ja, da übrigens, guck mal, hinter ihm ein paar Zuschauer wahrscheinlich, die gerade eben dann fleißig über... Guck mal, was hat er für einen schönen Schnauzer? Ja, das ist gerade in. Ist das gerade cool schon wieder? Hip. Nee, das ist einfach so, der mag das. Ja, aber ich glaube, der wird auf jeden Fall ein bisschen Adjustment-Time brauchen, um sich an den neuen Sim zu gewöhnen. Zumindest auch so, wie es aussieht. Wo ist er jetzt gerade? Hat er, glaube ich, nochmal... Nee, 27 noch. Aber ist gerade noch on his lap. So, Grüße natürlich auch in den Chat rein. Ich sehe schon, ihr seid fleißig mit dabei. Und ich erwarte schon mal Carnage auf... T3. In T3. T3, wenn die es soweit schaffen. Ohne Carnage. Also ich erwarte schon T2. Okay. Nein, nein, also T3 ist die Spitzkehre, gell? T3 ist die Spitzkehre, wenn wir diesen Knick nämlich mit reinrechnen. Aber T3, nämlich bergab, ist auch sehr, sehr oft ein bisschen schwierig, ne? Ja, statt sich mittlerweile auf die dritte Position nach vorne gefahren, da haben wir ihn in seinem Falken Porsche 0,160 Sekunden hinter der Bestzeit von Nikodem Wisniewski, der die Zeit früh gesetzt hat und die offensichtlich Bestand hat, die 1,27,959. Ja, das überrascht mich auch. Also ich hatte tatsächlich gedacht, dass die da noch nachziehen werden. Das ist nämlich ziemlich früh für so eine Pole-Position-Lap, ne? Ja, aber der Red Bull Ring relativ kurz. Also ich glaube, da hast du natürlich dann die Option, recht früh schnell eine Zeit zu setzen. Das hat er hier genutzt. Und von daher gucken wir mal, ob es reicht am Ende. Tim Jasche will angreifen und im besten Fall vorbeigehen. Zurückgefallen auf die 4, Tim Jasche, wo ist die BMW? Guck mal, Marco Peetsch jetzt also, der BMW auf dem dritten Platz. Ich bleib dabei, das ist kennen wir aus dem GT Masters, das kennen wir aus der DTM. Wenn die BOP nicht ganz verrückt spielt, dann ist der BMW hier nahezu unschlagbar. Kann mich an ein Wochenende erinnern, da gab es 2 Siege, obwohl sie mit vom selben Fahrzeug, obwohl sie von Schubert Motorsport damals, obwohl sie mit Erfolgsgewichten am zweiten Tag starten mussten, dann sind sie trotzdem einen weggefahren. Ja, sowas habe ich auch noch im Kopf, aber ich finde, bisher sieht das ziemlich ausgeglichen aus, oder? Gleich. Also wer weiß, ob sie sich aber jetzt zurückhalten, aber ich glaube, das würde keinen Sinn machen. Also bisher... Bericht für unsere BOP. Ja, das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, das Rennen heute wird gar nicht so BOP-lastig werden, um ehrlich zu sein. Marco Peetsch, wir fahren mit dir mit und gucken mal, ob er die Zeit angreifen kann von Nikodem Wisniewski. Er hat nochmal abgebrochen, 2 Minuten 50 noch auf der Uhr. So langsam, aber sicher wird es ernst. Ja, aber also ein ganzes Zehntel von P2 auf Pole Position. Ich glaube, Nikodem Wisniewski hat da schon echt eine krasse Runde hingelegt. Wenn da keiner so schnell heranzukommen scheint, weil danach haben wir die restlichen Top 10 innerhalb eines Zehntels. Und das ist das Schöne hier. Alles wahnsinnig eng, aber Traumrunde offensichtlich von Nikodem Wisniewski. Wo ist Jasche? Zurückgefallen auf die 5. Position. Unser Gesamtführender Wisniewski, der 2. Wo ist Jeffrey Reed fällt? Auch auf ihn müssen wir natürlich ein Auge haben. Oh, jetzt schiebt sie nach oben oder nee? Der ist ganz hinten. Guck mal. Auf Position 31. Ich weiß nicht, ob aber das ein Grafikfehler ist, weil die Zeit wird ihn eher auf Platz 3 sehen, aber der ist auf jeden Fall mal... Ja, genau. Da geht's hoch. Nee, es geht immer noch nicht so tief. Guck, der fällt immer wieder runter. Also das System versucht ihn immer nach oben zu ziehen und bricht dann immer ab. Ah ja, das sehe ich. Ja gut. Aber also von der Zeit her ist auf jeden Fall mit vorne wir dabei. Wir sagen mal virtuell auf der 3 Jeffrey Reed fällt. Ich glaube, das stimmt von der Zeit her dann besser. Das sieht so aus. Das stimmt. Das wäre überraschend gewesen, wenn er jetzt auf einmal von der Pace so weit off wäre. Aber wir sehen 4 Zehntel. So ein Moritz Löhner, der gerade aus Barcelona streamt, der ist dann mit 4 Zehntel auf Platz 25. Also ganz und weit. Und Jaschel auf die 2 vorgefahren übrigens. Auf 0,012 Sekunden dran an Nikodem Wisniewski. Kann Kevin Siggi vielleicht nochmal kontern? Den sehen wir hier aktuell auf der 4. Wir haben also alle Meisterschaftskandidaten vorne mit dabei. Das ist unglaublich eng. Bschischinski ist ja auch noch mit dabei. Ich glaube, wir haben unsere Top 6 bis auf Moritz Löhner auch in den Top 5 hier gerade mit dabei. Glaubst du, Moritz hat so ein bisschen schon aufgegeben, wenn er jetzt so... Das glaube ich jetzt nicht. Also er ist ein Fighter, aber es ist halt ein anderer Sim, ne? Es ist ein anderes Song. Schwierig, ja gut. Ja. Ich will nur sagen, dass Enzo Bonito jetzt vorne auch noch reingesprungen ist. Das Fahrzeug mit der 37. Der Audi von unserem italienischen Freund da auf der 3. Position. Er will heute offensichtlich auch noch ein Wörtchen mitreden.
Enzo Bonito. In der Meisterschaft aber nicht so weit vorne. Nee, Platz 16, das wäre mit eins seiner stärksten Ergebnisse bis hierhin. Er hat einmal gut performt an unserer zweiten Rennstation auf dem Nürburgring. Und gut, glaube, aber vielleicht ist er so ein, ja, er kennt halt die Standardstrecken, Nürburgring, Red Bull Ring, so, da ist er vielleicht gut, viel trainiert und bei dem Rest fehlt ihm vielleicht auch einfach Erfahrung, oder? Trainingszeit. Und guck mal, wenn ich die Zeit von Jeffrey Riedfeld richtig deute, dann ist er übrigens auf der vierten Position, wenn ich es richtig sehe. Ja. Der ist nämlich nur 0,062 Sekunden, also da scheint es wohl irgendein kleines technisches Problem zu geben, warum er nicht nach oben kommt. Also sein Name verschwindet immer, will nach oben und taucht dann wieder ab. Ja, da ist er auch nicht drin, aber das denken wir uns mal rein, oder? Ja, das sehen wir gleich in der Zeit. Also Nikodem Wisniewski auf der 1, Tim Jarsch auf der 2, Enzo Bonito auf der 3, Kevin, dann müsste Jeffrey Riedfeld kommen, Kevin Siggi auf der 5, Schischinski auf der 6 damit. Genau, mit ich hoffe, wir erzählen keinen Unsinn hier. Also, Triple Team Redline auf dem Start, Grit. Also wir versuchen das gerade noch zu verifizieren, ob die Zeit nicht stimmt, ob die Grafik nicht stimmt, das werden wir alles gleich für euch aufdröseln, auf jeden Fall. Wir sind wieder drauf, das ist schön und in diesem Sinne, ja, Qualifying 1 ist durch. Super eng. Unsere Meisterschaftskandidaten sind vorne mit dabei. Ja, das ist absolut das Wichtige. Bis auf Tim Jarsch, der durchaus, ja, da doch auf der 2. Okay, ich nehme es alles zurück. Ich hatte ihn noch auf der 7 gerade im Kopf, aber der ist ja auf der 2. Nee, genau, der ist auf der 2. Also ich glaube, der hat das nicht so leicht auf sich sitzen lassen, dass jemand ihm die Pole Position weggenommen hat. Ich glaube, der wird sich auch darüber nicht freuen und im Nachhinein sagen, ja, hätte ich besser performen können, bestimmt. Aber trotz alledem, wie du sagtest, also alle unsere Kandidaten hier in den Top 5 oder 6, Moritz Löhner erstmal außen vor. Trotz alledem, ja, also wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr enges Line-up in den Top 10 und ich bin gespannt, wie die erste Runde wird gleich. Und zeigt, wie competitive einfach unser Feld ist. Das die vorne mit dabei sind, performen auch gefühlt die ganze Saison. Genauso soll es auch sein. Also da sieht man schon, da trennt sich wirklich gerade so ein bisschen, hart gesagt, die Spreu vom Weizen. Also unsere Fahrer, die da wirklich konstant punkten, konstant erfolgreich sind, sind es auch weiterhin. Und dann freuen wir uns jetzt gleich aufs Rennen. Ja, schon wieder nur ein BMW in den Top 10. Das ist richtig mit Marco Pejic. Wir haben natürlich auch wenig BMW im Feld insgesamt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Sprich, da ist auch einfach mal die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. Aber Fakt ist, wir haben auf jeden Fall mit Marco Pejic wieder einen, der da vorne ein Wörtchen mitreden möchte und vielleicht auch kann. 20 Minuten Rennaction haben wir jetzt gleich vor uns. Ja. Safety Car wird es wieder geben, das vorne wegfährt. Live von aus dem Studio. Ich würde das gerne immer noch fahren. Also ich finde, ich wäre auch... Du wirst es mal fahren. Ja. Vielleicht können wir das ja fürs Saisonfinale irgendwie hinkriegen. Ich kann ja kommentieren und fahren. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Dann kann ich auch im Spiegel gucken, was passiert und mitkommentieren. Ja. Also du musst ja nur die Einführungsrunde fahren. Wer muss denn? Ja, ich weiß, hier rüberkommen. Klar. Ja. Von daher. Sollten wir mal machen. Wer Bock drauf hat, schreibt es in die Kommentare. Mach das bloß weg. Mach das bloß weg. Ja, das ist sowieso. So, nicht vergessen, unser Gewinnspiel. Klickt euch gerne rein in die Links von Thrustmaster. Da seht ihr dann auf jeden Fall, was es zu gewinnen gibt. Ein TLCM gibt es zu gewinnen. Klickt da gerne drauf und tragt euch ein. Wir werden das live heute in der Sendung natürlich auslösen. Und es geht schon los wieder. Wir sind schon beim ersten Rennen des Abends. Zero Force Racing fragt, fährt Holger wieder das Safety Car? Nein, in diesem Falle nicht. Heute ist nicht Holger da. Heute haben wir einen anderen Safety Car-Fahrer. Ron Dobmeier. Nein, Quatsch. Wir sagen es einfach mal nicht. Genau. Nachdem er gut performt hat, sagen ja, wie gesagt, nächstes Mal dann nicht. So, guck hier, Ollis Motorblog schreibt schon sofort Party for Safety Car. So, sollten wir so einen Hashtag starten, Party for Safety Car. Ich wundere mich jetzt so ein bisschen, ne, was jetzt aus Jeffrey Riedfeld geworden ist. Der startet auf jeden Fall von ganz hinten auf der 31. Von der Zeit her hätte ich es anders gesehen, aber offensichtlich hat es da vielleicht ein Problem gegeben bei ihm. Oh ja. Bin ich aber gespannt, ob er das jetzt gut das Handtuch werfen wird, er wahrscheinlich nicht bei der Meisterschaft, bei seinem Meisterschaftsstand, oder? Nee. Der Gesamtdritte. Aber ist schon bitter. 47 Punkte Rückstand hat er. Das ist auf schon bitter. Tim Jarsche. Das ist wie zu spät zum Vorschlag kommen. Zum ja, so ungefähr. Oder aber hast du dich super qualifiziert und dann bist du trotzdem letzter. Oder zu spät zum Date, ist auch doof. Ja, das stimmt. Aber nicht so doof. Wisniewski, hängt vom Date ab. Wisniewski, Jarsche auf jeden Fall in der ersten Startreihe. Enzo Bonito, Kevin Siggi dahinter, Schischinski und Page auf Startposition 5 und 6. Dann haben wir Dobby Bleier und Cinchik auf 7 und 8. Und Müller und Jajowski auf 9. Und
10. Fünfte Startreihe damit für Sie. So, Olli fragt, wie ist das eigentlich? Ist die Rennzeit nicht kürzer durch die Safety-Car-Runde, also keine echten 20 Minuten? Das ist vollkommen korrekt. Aber ist auch normal so. Die Uhr fängt immer an zu laufen. Ja, sobald die Autos losfahren. Nee. In der DTM nicht, aber in vielen anderen Rennen, also zum Beispiel... Beim 40-Stunden-Rennen auch nicht. Nordschleife, aber... Nee, die fahren 20 Minuten vor los, damit sie Punkt 16 Uhr da sind. Ah ja, okay, das stimmt. Und dann go, let's go racing. Das stimmt. Egal, wir konzentrieren uns auf den Start. Wir sehen Tim Jaschel im türkis-blauen Porsche in der ersten Startreihe. Neben ihm ist Nikodem Wisniewski für die G2 Esports Mannschaft. Und dann wird es in wenigen Momenten das Go-Go-Go geben aus der Rennleitung. Und dann ist das Rennen freigegeben. Der Red Bull Ring, vorletzter Schauplatz der DTM Esports Pro Championship 2024. Es dauert lange und jetzt geht's los. Tim Jaschel verliert das schon in der Anfangsphase. Start, es bleibt das Thema bei Tim Jaschel. Es wird eng, es wird kantig, es wird ruppig. Aber es sieht erstmal alles gut aus. Unsere 32 Piloten, die hier am Start sind, kommen gut durch. Aber Tim Jaschel hat eine Position gegen Enzo Bonito verloren. Ja, ich bin jetzt mal gespannt auf die Spitzkehre. Ob die da jetzt wirklich mit der Brechstange direkt reinfliegen? Achtung hier, 1, 2, 3 Fahrzeuge direkt nebeneinander. Es geht bergauf, alle nehmen gut das Tempo mit. Klar werden ein paar nach draußen gehen, aber das ist in der Anfangsphase natürlich völlig okay. Da ist das Thema Track Limits noch nicht so präsent. Sie sind halt durchgekommen. No carnage! Let's wait. Give them a couple more corners. Siege gegen Pschischinski. Der hat hinter sich Page im blauen BMW. Da geht es um die Position 4, 5 und 6 aktuell. Pschischinski im Porsche mit der 19, dunkle Farbe. Macht da Druck auf den Audi A8 direkt vor sich von Kevin Siggi. Ja, die sind tatsächlich clean durchgekommen durch die Einführungsrunde. Bin stolz auf die Jungs. Haben schon mal direkt ein ziemlich enges Feld, also alle eng beieinander, aber haben sich schon mal immerhin eingereiht. Jetzt fangen langsam die Überholmanöver an. Fakt vermutlich. Ist, Tim Jaschel hat eine Position verloren im Anfangsgetümmel. Ansonsten ist alles relativ gleich geblieben. Cincic, Müller, ja, es ist eigentlich bis auf, dass Jajowski eine Position verloren hat und Enzo Bonito eine Position verloren hat. Also beim Reed-Feld, irgendwas spinnt da. Der ist auf einer Position und wird immer wieder auf die letzte Position zurückgeschoben. Also er ist momentan auf Position 23, hat also in der ersten Runde 8 Positionen gut gemacht, wird bei uns aber trotzdem auf Position 31 angezeigt. Dementsprechend, wir wissen da leider nicht, was los ist, aber so wie auch im echten Racing, also technische Probleme, wir verlassen uns hier auf Technik, können auch mal hochkommen. Da ist der Transponder kaputt, würdest du sagen. Genau, schau, siehst du. Wir machen immer die Analogien hier. Zu spät zum Vorstart gekommen und jetzt ist der Transponder auch noch kaputt. Das ist scheiße. Team Redline. Kevin Siggi hart hinter sich, Pschischinski. Und hier hat sich alles einigermaßen sortiert. Das aber wir sehen gleich nochmal, ja genau, jetzt kommt das Replay, wie Tim Jaschel hier im Start ein bisschen was verloren hat, wenn wir es sehen. Ja, oder auch nicht, aber mal. Also wir haben es ja mitbekommen. Dementsprechend, ja, Tim Jaschel mal wieder am Start ein bisschen zu langsam gewesen. Aber wir hatten ja drüber gesprochen mit ihm im Interview vor ein paar Rennen, soweit ich mich erinnere. Und er hat ja gesagt, ja gut, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Beim nächsten Mal lief es dann super. Und jetzt wieder im Vergleich zu seinen natürlich High-Performance-Kollegen hier, die am Start sind, muss er da, glaube ich, noch ein bisschen feilen. Aber ich bin begeistert, wie hier alle wirklich fair gutes Racing liefern. 20 Minuten, keiner will jetzt hier auch was kaputt machen, ist so mein Eindruck. Klar. Ja, wichtig ist, Punkte mitzunehmen. Eben. Zero Force Racing schreibt es zurecht, Replay bei Nacht. wir fahren auch in der Nacht auf dem Red Bull Ring. Ich glaube, so weit kommt so nicht. Naja, ihr könnt ja jederzeit zurückspulen, euch das nochmal angucken, wir nicht. Das machen wir dann später vielleicht nochmal. Aber genau. Nice. So viel ist ja nicht passiert, es war relativ ruhig, wie du sagtest. Es geht jetzt nämlich darum, Punkte mitzunehmen. Das ist das A und O. Achtung, Fiducci und Erhan Jajowski kämpfen ja gegeneinander. Porsche gegen BMW. Fiducci im BMW hat eine Position verloren tatsächlich. Page auf der 6 macht Druck auf Pschischinski vor ihm.
So, wir haben von Tim Heinemann schon gehört, dass man hier auch an der einen oder anderen Stelle gut überholen kann. Mhm. Aber das Problem ist, die sind alle auf so einem hohen Niveau, da vorbeizukommen. Gut, aber Windschatten nutzen kannst du trotzdem auf der Strecke ziemlich gut. Dementsprechend, auch wenn die Pace sehr, sehr eng beieinander ist, kannst du da trotzdem dich auf Bremspunkt ein bisschen nebenan setzen. Es ist halt die Frage, ob du nicht direkt gekontert wirst auf den nächsten gerade. Ja, kann schon passieren, aber ich glaube, die Jungs sparen sich das gerade wie auch bei jedem Rennen immer ein. Die wollen natürlich erstmal play it safe und zum Ende des Rennens werden sie dann wahrscheinlich noch die einen oder anderen Manöver auspacken. Aber ja, genau wie du eben gesagt hast, ich glaube, jeder will jetzt einfach nur noch das Beste aus der Meisterschaft rausholen. Also am Anfang konntest du voll Risiko spielen, um dich zu positionieren irgendwo in der Meisterschaft, ja, um Dominanz zu zeigen, würde ich mal sagen. Und jetzt geht es darum, das Ding halt auch zu Ende zu bringen und nicht noch 2-3 Ausfälle zu haben und alles zu verlieren in den letzten 2 Rennen. Ja, und vor allem Tim Jarschl ist das Eichhörnchen der Saison 2024, hat souverän immer Punkte, und zwar hochwertige Punkte, mitgenommen. Stand etliche Male auf dem Podium, 2 Rennen hat er gewonnen. Sprich, er ist wirklich die absolute Konstanz. Wisniewski, der hat auch schon 3 Rennsiege Problem, auch schon quasi 2 Nuller. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich ist Wisniewski ja von den Siegen her der Größere im Vergleich zu Jarschl. Nur Jarschl hatte bisher das Glück oder die Konstanz im Fahren, dass er immer gepunktet hat. Ne? Und so ein Wisniewski, der hier teilweise einen Punkt mitgebracht hat, teilweise 0, weil er einmal ausgefallen ist, soweit ich weiß, durch einen Unfall, und einmal hatte er irgendein Verbindungsproblem und dementsprechend natürlich 2 Rennen einfach verloren. Streichergebnisse haben wir nicht und das tut natürlich richtig weh im Gesamtergebnis. Aber ja, aber das ist natürlich das, was am Ende dann den Sieg ausmacht. Wir haben es von Maxi Götz auch damals im GT Masters gesehen, der hat gesagt, ich habe in dieser Saison, wo ich Meister wurde, genau 1 Rennen gewonnen. Das war das letzte. Genau. Aber ich war konstant mit dabei bei der Musik. Der DTM-Experte aus der Run Racing Mannschaft. Ja. Und ich meine, der war dann auch noch DTM-Champion, das darf man nicht vergessen. Der weiß, wovon er redet. Aber das ist schon auch bewundernswert. Also, auf, wie du sagtest, klar, BOP ist ein Thema einfach in so einer Meisterschaft. Und dann trotzdem immer vorne mit dabei zu sein. Klar, fragt man sich dann, warum hast du es dann nicht für einen Sieg geschafft? Einmal hat er es, dann wiederum fair. Aber trotzdem immer vorne mit dabei zu sein, ist absolut bewundernswert, weil du dann einfach auf jeder Strecke, mit jeder Technik, mit dem Auto, was du halt gestellt bekommen hast, unter den Umständen performt hast. Also, da ist natürlich so ein Sieg auch verdient. Noch 11 Minuten noch auf der Uhr. Es hat sich sehr beruhigt hier. Wir sehen kaum Möglichkeiten, sich hier im Windschatten ranzusaugen. Jetzt ein bisschen Lichthupe, auch das gehört dazu, ein bisschen den Vordermann. Aber ich glaube, bei den Jungs hier brauchst du die Lichthupe nicht unbedingt auspacken. Die machen das, denke ich, nicht nervös. Die schauen nach vorne und nutzen den Windschatten, um vorne dran zu bleiben und das Ding voranzubringen. Marco Page im BMW. So, jetzt kriegen wir den Start nochmal. Und wir sehen hier, guck mal, was Jarschl da schon Rückstand hat. Das war ein bisschen komisch. Der hat sich schon in dem Double Five Start so weit zurückfallen lassen. Vielleicht hat er einfach ein bisschen Angst für einen Frühstart oder so. Kann es sein? Also, was sein Hintergedanke da ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er einfach zu langsam ist. Das wäre ein bisschen komisch, oder? Weil ich glaube, der zieht ja so ein bisschen hinterher von Anfang an. Nicht, weil er zu spät aufs Gas geht, sondern weil er einfach so ein bisschen diesen Puffer auf sich lässt. Oder vielleicht versucht er den Move von, ich lasse mir Puffer, dass ich früher aufs Gas kann, aber dann verpasst er es. Ja, we won't know. Das können wir ja nochmal mit ihm besprechen. Genau, das können wir auf jeden Fall mal ansprechen. Was geht denn bei dir beim Start? Und zwar genau auf diese Art und Weise. Was geht denn? Jo, Tim, was geht bei dir beim Start? Frag mal später. Aber du lässt mich ja immer im Stich, genauso wie du mich beim Happy Birthday singen im Stich gelassen hast. Never ever. Da werde ich sehr nachtragend sein. Achtung, Page macht die Attacke. Fragezeichen, geht's auf die 5 nach vorne? Schnappt er sich Brzezinski? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, das ist momentan das interessanteste Duo, wo sich noch was entwickeln kann. Denn er klebt dran. Marco Page runter, er in die nächste herabfallende Kurve. Page zeigt sich da schon auf der Außenbahn. Achtung, kleine Berührung mit Brzezinski. Und von hinten kommt Dominik Bleier mit dazu. Denn ich habe so den Eindruck, der Jakub Brzezinski hält die Truppe hier so ein bisschen auf. Ja, da ist einer weit gekommen. Es ist schon
überraschend, dass sich überhaupt Lücken bilden, muss ich fast sagen. Also, weil wir waren im Qualifying so eng beieinander, dass wenn du den Windschatten nutzen kannst, du eigentlich gut dranbleiben kannst. Jetzt haben wir doch ein paar Lücken hier im Feld. Ich denke, das kommt einfach Fehler. Einfach Konzentration, einfach mit dem Auto auf die Dauer klarkommen, da sehen wir, wer eben dieses Konstant-Performen vielleicht nicht so gut hinbekommt. Aber das bei Pilsch gerade gesehen, Problem war natürlich, ist sein Vordermann so ein bisschen draufgefahren. Jetzt wird hier ausgefächert. Wir schauen auf Marcel Cincik mit der 26 im Porsche, der sich hier schon zeigt, hat ja einen super Einstand gehabt in die Saison rein und dann wurde er wirklich das ein oder andere Mal gedreht, dann noch Unfälle gehabt, das lief noch nicht so ganz dann für ihn, außer eben in seinem ersten Auftakt, wo er direkt gewonnen hat. Der Fahrer, der schon ja auch international Titel gewonnen hat. Aber bei Race Room, da haben wir ihn das erste Mal mit dabei bei der DTM Esports Championship. Ja, ich denke, das macht schon ein bisschen Unterschied. Also wenn deine Erfahrung auf anderen Simulationen liegt, gewisse Unterschiede gibt es ja schon dadurch. First ever ESL R1 Champion, das darf man nicht vergessen. Ja. Also der weiß schon, was er tut, aber jede Simulation trotzdem ist halt anders. Ein bisschen genau. Anders. Ne? Fühlt sich immer ein bisschen anders an. Und so wie auch im echten Leben, es geht halt einfach ums Runden drehen. Umso besser wirst du wie eine Maschine. Aber ja, gut, wie gesagt, da brauchen wir eben nicht drüber sprechen. Die Jungs, die haben es ja alle drauf. Deswegen auch vielleicht ja, das Struggle to overtake right now. Ich glaube, die kämpfen gerade nur irgendwie hinterher zu bleiben, weil jeder hier natürlich auf dem Feld schnell ist. Marcel Cincik hängt dran an Dominik Blaja. Jetzt vielleicht mit mehr Schwung die Startzielgerade hinunter. Cincik auf der 8, aktuell Blaja auf der 7. Und vorne ist es auch weiter eng, aber eben nicht eng genug, um was starten zu können. Immer wieder kommt er dann ran, dann geht jetzt der Harmonika-Effekt wieder auf. Ja, aber warte mal ab. Also ich glaube, die werden auf jeden Fall für die letzten 2 Runden mehr pushen, so wie sie es immer tun. Ich weiß auch nicht, jetzt gerade, wie gesagt, man will es ja auch nicht wegschmeißen. Ja, man hat immer noch... Achtung, Pejic. Guck mal, wird jetzt versuchen, sich innen daneben zu setzen, klappt aber noch nicht. Oh, Pschischinski fährt wie auf Schienen. Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Du hast ja immer noch den Hintermann, über den du dir Gedanken machen musst. Ja, jeder Move und jedes Manöver bringt den Hintermann auch näher ran. Ich glaube, der wird da kein Risiko jetzt eingehen. Und Covern genauso, du verlierst halt einfach Zeit. Aber Pejic will unbedingt vorbei, der zeigt sich immer wieder hier. Im Windschatten geht dann raus. Tim Jasche macht Druck auf Enzo Bonito. Der hat nämlich Kevin Siggi hinter sich und denkt sich, komm, gib mal Gas da vorne. Ich würde auch gerne da vorbei. Enzo Bonito mit der 37 und Kevin Siggi mit der 11. Beide ja unterwegs fürs Team Redline. Die illustre Mannschaft von Max Verstappen. Wir hatten es ja vorhin von Thierry Vermeulen. Ist ja auch eine spannende Geschichte, hat eine gute Connection, eine alte Freundschaft zu Max Verstappen, der Fahrer, der jetzt mit Maximilian Paul am Wochenende am Start ist. Sein Papa von Moin, ist nämlich der Manager von Max Verstappen. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, das ist ja auch super witzig, also die Motorsportwelt ist irgendwo dann doch immer connected, weil meistens die Eltern sind dann oft schon in vielen Fällen gefahren oder man kennt sich aus der Vergangenheit, das ist ja bei mir auch super oft mit Max, ich kenne Max seit 8 oder 9 Jahren, ja. Weil wir uns aus Kartzeit noch kennen und das habe ich bei sehr, sehr vielen anderen. Tim Jasche jetzt. Jetzt wird er versuchen, innen reinzugehen, aber innen ist gecovert. Kevin Siggi macht sich da mal richtig breit. Siggi klopft an bei Tim Jasche. Die beiden Team Redline-Fahrer nehmen Jasche da ins Sandwich. Der ist quasi die Gurke in dem Burger. Im Sandwich. Achtung. Jetzt Siggi. Und guck mal, Bonito. Na. Boah, da ist ein bisschen Team. Was war Spirit das dabei denn? Gewesen, weil Kevin Siggi vom Team Redline, der hat noch Chancen auf den Titel. Ich glaube, da haben die beiden Team Redline-Piloten super zusammengespielt. Hat er gerade Lead durch zwei Autos überholt? Enzo Bonito blockt Jasche und Siggi ist der Nutznießer nach vorne. That's insane. Das ist Teamwork, Leute, was wir hier gerade gesehen haben. That was crazy. Aber perfekt ausgeführt von Enzo Bonito. Perfekt ausgeführt. Und das ist das, was ich meinte. Man muss einfach gucken, weil der Hintermann spielt immer eine Rolle jetzt in dem Zeitpunkt des Rennens. Es ist noch so viel Zeit übrig, dass da immer noch, obwohl wir sehen jetzt Tim Jasche letztes Mal wieder nicht auf sich sitzen, will natürlich gleich direkt kontern, aber ist gerade einfach vom Podium gezogen worden.
Hier sehen wir es nochmal. Achtung, jetzt kommt von außen Kevin Siggi. Der macht sich dann breit und Enzo Bonito blockt hier auf der Innenbahn Tim Jarschel ab. Wird dann fast gedreht von Jarschel und Kevin Siggi sagt Dankeschön, schnappt sich die zwei Positionen. Boah, krass. Gekonnt ausgekontert, würde ich sagen. Aber Jarschel versucht natürlich jetzt Enzo Bonito zu jagen und krass. Zu überholen. Oh, 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 Achtung. Oh, Pschischinski ist dran an Tim Jarschel. Wir haben jetzt einfach ein Team Redline-Podium bis jetzt. Wenn das so bleibt, wäre das echt eine krasse Meisterleistung vom Team ausgesehen. Nico Dembisniewski aber noch an der Spitze, darfst du nicht vergessen. Alles, ach, vergessen. Und Jakob Pschischinski spielt da auch noch mit. Und Pschischinski, übrigens Teamkollege von Nikodem Wisniewski. Beide für G2 Esports. Also auch da wird jetzt vielleicht Pschischinski dann seinem Teamkollegen Nikodem Wisniewski jetzt einen Gefallen tun und auch versuchen, an Tim Jarschel vorbeizugehen. Oh, der kämpft hier gerade alleine gegen die ganze Armada. Gut, das wäre nicht nur ein Gefallen an ihn, sondern ein Gefallen an ihn selber auch. Ja, also für Wisniewski wichtig für die Meisterschaftspunkte und auch für so einen Pschischinski natürlich einfach, hey, vierter Platz besser als fünfter Platz. Ja, ist auch völlig egal. Er muss einfach nur Punkte nach Hause bringen, das weiß Tim Jarschel. Aber ich finde es also richtig cool. Ich glaube, Wisniewski, wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Wir sprechen immer wieder über Tim Jarschel. Aber Nikodem Wisniewski immer wieder auch mit vorne dabei gewesen. Schon 3 Siege eingeholt. Heute wieder Pole Position. Also jetzt, wie wir vorhin gesprochen haben, hat immer noch sogar die Chance auf den Pole Position Award. Und wird auf jeden Fall Gas geben weiterhin um die Meisterschaft. Und so wie das jetzt momentan aussieht, wenn die so durchs Ziel kommen. Da haben wir übrigens den einzigen Mercedes im Feld. Der mit, finde ich, die schönste... Der gerade Jiří Tymán überholt hat, oder? Ja, genau. Ich finde, der hat die schönste Livery. Ja, die ist sehr cool, auf jeden Fall. Christian Michel für Need Racing. Bei der GT Challenge Season 4 Champion 2021. Schön, dass wir ihn auch mit dabei haben. Naja, genau, aber was ich vorhin angesprochen hatte, also jetzt bei dem Resultat noch 1:20 auf der Uhr, das wäre auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut für die Meisterschaft. Das macht es auf jeden Fall spannend. Jarschel auf der 4, Bonito auf der 3, Siggi auf der 2, Wisniewski auf der 1. Kevin Siggi, Rückstand in der Meisterschaft vor diesem Rennen waren es -53 Punkte. Macht also wieder ein bisschen was gut auf Tim Jarschel. Aber den größten Sprung macht natürlich Nikodem Wisniewski. Der hat 43 Punkte Rückstand. Das geht jetzt also knapp auf Mitte 30. Was ist deine Einschätzung? Denkst du, Tim Jarschel wird es jetzt nochmal riskieren und aufs Podium fahren wollen oder wird er eher Piano machen und die Punkte mitnehmen? Also wenn er schlau ist, wird er die Punkte mitnehmen. Die Punkte mitnehmen. Das denke ich auch. Und ich glaube, so smart ist er dieses Jahr. Der wirkt deutlich abgezockter als die letzten Jahre. Ruhig, gell? Trainiert viel mehr, wie er selber immer sagt. Das lohnt sich auch für ihn extrem. Und ja gut, gegen 2 hat er halt jetzt den Kürzeren gezogen. Das passiert. Ja, das war aber auch sehr, sehr strategisch. Also weit, weit entwickelt von Team Redline. Dementsprechend haben die schon gut gemacht, muss man den schon lassen. Und das hat natürlich Nikodem Wisniewski voll in die Karten gespielt. Der 3 Sekunden Vorsprung jetzt auf Siggi, den Zweitplatzierten aktuell. Wir sehen Marco Page hier, der bleibt irgendwie auf der 6 hängen. Man hat immer den Eindruck, der hat eigentlich mehr Pace als Jakub Pschischinski, aber er kommt halt nicht vorbei. Ranfahren ist das eine, vorbeifahren was ganz anderes. Pace und Racing, ne? Pace kannst du haben, aber das heißt nicht, dass du racen kannst. Genau, ist auch nicht andersrum. Ja, Zeit ist um. Ja, damit sind wir also schon in der letzten Runde. Jetzt gehen sie gleich über die Ziellinie. Wisniewski gewinnt vor Siggi, vor Enzo Bonito. 2 Podien hast du für Team Redline. Tim Jarschel kommt auf der 4 ins Ziel. Jakub Pschischinski auf der 5. Page auf der 6. Bleier auf der 7. Cinczyk auf der 8. Müller auf der 9. Und Jajowski auf der 10. Aber was für... Ja, ein Ergebnis für die Meisterschaft. Krass, wie schon gesagt, Wisniewski macht große Punkte, wichtige Punkte im Hinblick auf die Meisterschaft. Wir haben mit den beiden Team Redline-Piloten, aber vor allem natürlich Kevin Siggi, der hier wieder ein bisschen was gut macht.
Also ein Reedfeld ist dann did not finish. Ich weiß nicht, hat er jetzt am Ende, ist er dann rausgegangen? Und, ja, und so Moritz Löhner, der momentan auf Position 5 in der Meisterschaft ist, der ist auf Position 27 vorletzter im Feld angekommen. Aber ich glaube, der wird es auf jeden Fall auf seine Umstände schieben, was auch nachvollziehbar ist. Ist der Zug aber auch abgefahren, 104 Punkte Rückstand ans vor der letzte. Das ist natürlich schon blöd, ne? Also einfach jetzt so, klar, super, super geil in Barcelona LMP3 zu testen oder LMP2 sogar, glaube ich. Aber jetzt ist die DTM-Meisterschaft in der Tüte. So also ist es. Aus der Tüte. Aus der Tüte, weg, 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 sag einfach weg. Ich als Ausländer wollte deutsche Sprichwörter benutzen. Das war Rennen 1, das wir hier gesehen haben auf dem Red Bull Ring. Carnage ist ausgeblieben, alle fair miteinander umgegangen. Das war wahnsinnig eng alles in der Startphase, das muss man einfach klar sagen. Gut, ja, haben die halt schlau gemacht. Also klar, ein bisschen hätten wir schon gern gesehen, aber ist schon gut. Wir sehen jetzt nochmal das Überholmanöver, wurde uns gerade gesagt. Und zwar natürlich diese perfekte Teamwork hier, Enzo Bonito. Schau mal, und dann geht Kevin Siggi raus und das Problem für Yashi, jetzt kann er natürlich nicht mehr links perfekt rüber, ja, raus aus dem Windschatten. Und dann glaube ich... Und der hat auch richtig abgebremst, ne? Ja, dann macht Enzo Bonito nämlich den Breakcheck in der Situation. Ja. Aber haben die schon schlau gemacht, haben die schon echt gut. Ja. Chapeau, Peter Kreppner ja schreibt im Chat, es gab Zeiten, da hatte Siggi solche Manöver nicht nötig. Das stimmt, mal, aber in diesem Rennen oder in dieser Saison definitiv will er Tim Yashin noch einholen, denn der führt souverän in der Meisterschaft, das ist vollkommen klar. So, wir haben noch mal kurz Zeit bis zu Qualify Nummer 2 und wollen euch mal zeigen, was es Neues gibt bei Raceroom und schauen auf dem CarPack-Trailer. Wunderschön. Wunderschöne Autos aus der DTM, also holt euch gerne den CarPack-Trailer. Was ist so dein Lieblings-GT3-Auto jetzt mal nur von der Optik? Von diesem Jahr oder allgemein ever? Allgemein. Oh, da muss ich mal länger drüber nachdenken, kann ich so dir nicht aus dem Ärmel schütteln. Aber ja, ich muss sagen, von den GT3s, also so, ich mag so die BMWs und Mercedes nicht wirklich, weil ich okay finde, die bleiben zu immer mächtig relativ, ja genau, und auch ein bisschen zu rund für meinen Geschmack. Also ich stehe eher auf etwas, was böse aussieht. Also der Lamborghini ist schon ein schönes Auto. Der ein bisschen kantiger ist. Also gerne. Okay. Hab's verstanden in diesem Sinne. Wollen wir natürlich gucken, was es dieses Jahr überhaupt zu gewinnen gibt für unsere Fahrer. Denn es gibt einen tollen Preispool, 50.000, über 50.000 Euro. Gibt noch sagen ein Video gibt, dazu. Ja, gibt's das? Ja. Verrückt, das schauen wir uns an. Also, es gibt natürlich den überragenden Preis mit dem GT4-Test, aber auch für den Zweitplatzierten gibt es was Schönes, nämlich, wir haben es gerade gesehen, ein Rennwochenende im ADAC Tour. Sehr cool. Weltcup. Sehr coole Sache. Ausgetragen vom ADAC WSRMs, schöne Geschichte. In VW Ups geht es da ordentlich zur Sache. Das sind tolle Racer, das sind irre Autos, die richtig Spaß machen. Wiegen nix, haben Leistung und bieten eigentlich gutes Racing. Und
und sind schwer zum Fahren. Glaube ich. Ja, weil? Sind sie. Ja, weil wenig Leistung ist immer schwer zu fahren, das ist das eine. Und ich habe schon öfter gesehen, dieses Auto ans Limit zu bringen, ist nicht so easy, weil du schnell damit auch umkippen kannst. Also das habe ich schon live erlebt, war auf jeden Fall wild. Und ich bin ja selber eben Renault Clio Cup gefahren und ich weiß, wie es ist. Also solche Autos ans Limit zu bringen, ist auf jeden Fall eine super Schule für später. Also, wir drücken uns den Fahrern die Daumen. Platz 1 ist cool, Platz 2 ist sicher auch cool. In Platz 3 auch. Ja. Aber alles Weitere dann nicht mehr. Wir haben jetzt gerade schon Rennen 1 gesehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen diskutiert gerade, ne, über die Szene mit Enzo Bonito und Kevin Siggi. Also, wenn der da wirklich ein bisschen zu stark vom Gas gegangen ist, der Bonito. Kannst du noch eine Strafe geben? Ja, da kann es wohl, wie wir gehört haben, eine Strafe geben. Also der hat da nicht nur einen Gefallen seinem Teamkollegen getan, sondern wirklich auch sich in die Bredouille gebracht. Nämlich kann er aus den Top Ten rausfallen, wenn er da jetzt für ein paar Sekunden kriegt. Weil es halt eben auch einfach vielleicht unsportlich ist. Gut, aber für Enzo Bonito geht es um nichts mehr. Ich meine, Kevin Siggi kann das egal sein, weil der kann nicht. Gut, aber es wäre trotzdem ein geiles Resultat gewesen. Enzo Bonito, Position 3 fürs Rennen. Ja, noch ist es ja nicht. Wir sprechen über die Meisterschaft, klar, aber jedes Rennwochenende zählt für sich. Also ich meine, ich würde jetzt auch nicht ein Podium aufgeben in Real Life, um meinem Teamkollegen den Hintern zu retten. Na? Aber wir werden sehen. Also auch da habe ich in der Vergangenheit einige gesehen, die das gemacht haben. Macht krass, dir mal keine Sorgen. Aber deswegen auch nur provisorische Resultate. Also nach dem heutigen Abend werden wir schon mal ein bisschen in Richtung Meisterschaft rechnen können. Aber auch das wird nichts heißen. Und wie gesagt, wir freuen uns jetzt nach dem ersten Rennen Tim Jaschel schon mal wieder ein bisschen mehr Konkurrenz. Oh, schau mal, jetzt unten schon im kleinen Fenster eingeblendet. Es geht los mit Qualifying 2 für unser 30-Minuten-Rennen. Komm, gehen wir rüber in die Steiermark, ins grüne Herz Österreichs. Auf den Red Bull Ring mit unserer. Bin ich rübergegangen? Qualifying Session. Bin ich voll schnell rübergegangen. Du bist richtig gesehen. Schnell rübergegangen. So schnell ist noch keiner da rübergegangen. Danke. So, im Chat wird auch schon diskutiert, wer DTM-Champion 2024 wird. Snice Racing schreibt, Wittmann Champion DTM 2024. Wir haben es im Vorfeld ja schon im Beitrag gehört. Er würde natürlich so wahnsinnig gerne mal den dritten Titel jetzt langsam einfahren, nachdem er ja schon zwei Titel noch in der Class One-Ära eingefahren hat. Ja, aber wenn nicht. Also ich glaube, alle, die da mitfahren würden, wahnsinnig gerne den Titel einfahren. Ich dachte, wir hätten noch nicht den Titel gewonnen. Nein. Ich meine, jeder wird hier natürlich Vollgas um den Titel fahren. Sowohl die, die schon länger mit dabei sind, weil sie eben schon länger mit dabei sind, als auch die Newcomer werden natürlich sagen, hey, ich muss hier direkt groß mich aufstellen, damit die nicht, damit die erstmal mich respektieren, was auch nachvollziehbar ist. Also glaube ich, dass da wirklich alle direkt von Anfang an Vollgas geben werden in Oschersleben. Ah, so richtig viele Newbies haben wir ja gar nicht mit dabei dieses Jahr. Ah doch, Dörr, beide Dörr-Jungs sind neu. Nee, Max. Clemens Schmid ist letztes Jahr schon gefahren. Echt? Ja, und zwar okay, für Lambo gut. Noch im Grasser Racing Team. Aha, Ben ist neu. Ben ist neu. Max ist neu. Max ist neu. So, das reicht schon mit meiner... Niki Team ist vor 2 Jahren mal gefahren, hat dann aber die Saison vorzeitig abbrechen müssen. Niki Team weiß ich, dass er schon mal im Auto saß, ja. Ey, der ist schon ganz viel gefahren. Also nein, also im DTM. Auch DTM, ja, genau. Ich glaube, wir hören hier auf, bevor wir uns gleich noch blamieren. Ich versuche gerade, dieses DTM-Bild zu visualisieren, wer da alles mit drauf ist. Dabei. Thomas Breining ist Titelverteidiger, Mirko Bortolotti ist mit dabei. Ricardo Feller war schon mit Ricardo, dabei. Ricardo, Kevin van der Linde, Schelden, beide van der Linde, Brüder. René Rast. Klar. Also wir haben... Stimmt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass viele neue Gesichter dabei sind. Jack Aitken war also auch schon dabei. Wenn wir jetzt jemanden vergessen haben, schreibt es gerne in den Chat. Aber wir meinen, dass als echte Rookies oder als echter Rookie nur Ben Dörr erstmal da ist, weil stimmt, Maximilian Paul jetzt ja auch schon zwei Rennen gefahren ist. Ja, so, okay. Krass. Egal, wir sind hier auch etwas abgedriftet, aber ihr merkt, die DTM-Saison wirft einfach ihre Schatten voraus. In 2 Wochen geht's los. Das wird mega. In Oschersleben und hier läuft das Qualifying. Marcel Cincik aktuell mit einer 1:28.012. Momentan an der Spitze. Das ist knapp hinter der Zeit von Nikodem Wisniewski aus Rennen 1, der aber hier zweimal Purple hat in seiner Session. Kann der sich vielleicht noch ein bisschen nach vorne schrauben? Ah, das toppen die sicher noch. Also ja, noch 5 Minuten sind ja jetzt es schon ein bisschen... Ja, es war aber nicht viel Platz. Es sind 20.000stel so ungefähr, weißt du? Es war 27.955 war die Polezeit gerade jemals. Ja, aber schau mal, 60.000stel. Nikodem ist noch keine gute Runde gefahren. Alles gut. Dementsprechend. Ich lasse mich da gerne überraschen, aber ja, das war eine Fahrzeit vom Nikodem. Echt? Ja.
Die 1,27,954. Achso, ja, ja, das schon. Ich dachte jetzt. Seine P13. Ja, das schon, das ist klar. Krippner jetzt vorgefahren auf die dritte Position. Leonhard Krippner, auch Teil des Falcons im Racing Team, also Teamkollege von Tim Jasche damit. Cincik hat schon mal Purple im ersten Sektor, könnte seine Zeit nochmal unterbieten. Der hat ja, wie gesagt, gerade die Benchmark gesetzt mit seiner 1,28,012. Tim Jasche ist aktuell auf der 8 mit 139.000stel hinter Marcel Cincik. Moritz Löhner noch keine Zeit gesetzt. Florian Hasse noch keine Zeit gesetzt. Wir sehen Cincik, Sigi auf der 2 aktuell. Krippner jetzt auf der 3. Enzo Bonito auf der 4. Jeffrey Riedfeld auf der 5. Leonhard Karten macht einen Sprung nach oben auf die 13. Aber wir sehen Kevin Sigi, der wieder vorne mitmischt. Wo ist Tim Jasche, unser Gesamtführender, auf der 8 aktuell? Hat er auch gerade im ersten Qualifying spät nochmal einen rausgehauen, um dann auf Platz 2 nach vorne zu fahren. Enzo Bonito spielt auch wieder mit. Guck mal, die beiden Team Redline-Piloten schon wieder nebeneinander. Ja, ja, und Riedfeld hat sich diesmal aber auch hinterhergehangen. Also vielleicht hat er da seine Issues, die er hatte, behoben, wie es aussieht. Also in der Position wäre er auch vorhin ungefähr gestartet. Jetzt haben wir also einen Fahrer mehr vorne, auf den wir uns freuen können beim Start. Der wird da auf jeden Fall auch mitmischen, scheint auch gar nicht so erfreut zu sein. Dementsprechend wird er damit viel Aggression, glaube ich, jetzt anscheinend gehen. Mit dem Messer zwischen den Zähnen, wie man so schön sagt. Ja, genau, so sieht's aus, das denke ich. Schinski auf die 9, Jasche nach wie vor auf der 8. Sehen wir von Tim Jasche nochmal was, der gerade nochmal auf einer Einführungsrunde ist und dann eine Zeit raushauen möchte. Cincik aber nach wie vor an der Spitze. Wo hatten wir Cincik vorhin im Quali? Auf der 8. Ah ja. Seine Zeit also nochmal deutlich verbessert. Ja, 1,5 Zehntel macht direkt 8 Positionen hier in unserem DTM eSports. Und übrigens Pro hat schon wieder zweimal Purple und kann seine Zeit vielleicht nochmal unterbieten und die 1,27 knacken. 1,27,954. Das war die Pole-Zeit im ersten Qualifying. Näher bricht ab. Ja, und Tim Jasche hat nochmal ein Zehntel draufgelegt. Oh, Tim Jasche ist an die Spitze gesprungen. Tatsächlich. Mit seiner 1,27,922 schneller als die Zeit von Nikolaj Wisniewski im ersten Rennen. Aber das habe ich dir gesagt, also Tim Jasche, der ist so motiviert für diese Saison. Dementsprechend, der hätte das sich nicht auf sich sitzen lassen können. Aber ich bin überrascht, dass Nikolaj Wisniewski jetzt nicht mehr an seine Zeit herankommen kann von vorher. Also jetzt hat nochmal eine Schippe draufgelegt, hat nochmal 2 Zehntel reinholen können, ist aber trotzdem weiter nur auf Position 6. Nikolaj Wisniewski. Nur auf der 6. Oh, Tim Jasche. Starkes Qualifying von ihm. Gibt Schützenhilfe von Leonhard Krippner vielleicht? Kann der sich da vielleicht auf die 2 nach vorne fahren? Nee, nix. Bleibt auf der 5 hängen. Das wäre natürlich was gewesen, wenn er da vielleicht so ein bisschen den Puffer hätte spielen können zwischen Jasche und dem Rest. Aber hey, von Position 5 vielleicht mit dem Traumstart sich ein bisschen nach vorne fahren und dann dem Teamkollegen unterstützen. Genau, dafür hat Enzo Bonito sich wieder als Puffer auf Position 3 gesetzt vor Kevin Sigi. Denkst du, der macht dasselbe nochmal? Würde er dasselbe nochmal? Wenn er könnte, aber der hat nur Cincik zwischen sich und Jasche. Jetzt muss natürlich Jasche, bei Jasche wird jetzt extrem viel auf den Start ankommen. Ja. Den muss er zusammenkriegen, dass er hier wirklich von Anfang an vorne ist, weil dann, wenn er vorne das Tempo gehen kann, dann ist er nicht einzuholen. So, wir haben unsere Top 10. Tim Jasche hat jetzt den Pole Position Award gewonnen. Oh ja, wir können gratulieren, tatsächlich. Du hast vollkommen recht. Die erste Entscheidung ist gefallen in dieser Saison. Er hat jetzt nämlich seine 6. Pole Position, ist damit aber nicht. Aber Nikolaj Wisniewski, das haben wir fast verpasst, ist jetzt auf Position 2. Er hat nochmal eine Schippe auf seine Zeit draufgelegt. Boah, hat er nochmal nachgelegt. Ja, ganz knapp an Tim Jasche vorbei. Aber das freut mich jetzt für das Startgetümmel. Tim Jasche gegen Nikolaj Wisniewski. Im ersten Rennen war es ja genau andersrum. Da war Wisniewski auf der 1 und Jasche auf der 2. Schau, noch in der letzten Sekunde ist Nikolaj Wisniewski vor Cincik ins Ziel gekommen. Mega, mega. Ich freue mich für Nikolaj. Das ist ja Wahnsinn. Also die beiden, die aktuell in der Meisterschaft ganz oben stehen auf Platz 1 und 2, die stehen jetzt auch hier in unserem langen Rennen über 30 Minuten auf dem Red Bull Ring direkt nebeneinander in der Startaufstellung. Die haben Blut geleckt. Die sind sauer aufeinander, glaube ich. Wollen wir es sehen. Sauer aufeinander? Ich glaube nicht.
Ja, so, aber so als Rivalen. Aber Jasche wird jetzt behaupten wollen. Jasche wird jetzt die Ellenbogen rausfahren und dann auf jeden Fall gucken, dass er da vorne bleibt. Aber er weiß auch, hey, wenn ich jedes Mal auf 1, 2 oder 3 nach Hause komme, dann wird es auf jeden Fall was mit der Meisterschaft. Die Gute, das muss er natürlich. Ja, rausfahren. Weiterhin immer noch alles offen. Wir werden sehen. Also ich bin jetzt, wie du sagtest, sehr gespannt auf den Start. Vor allem auch Cincic jetzt. Ich glaube, selten, dass wir ihn jetzt in der zweiten Reihe gehabt haben diese Saison, oder? Ja, also war am Anfang, wie gesagt, stark mit reingestartet in diese Saison, war dann aber auch öfter mal eben in Startcrashs involviert, was ihn dann ein bisschen rausgeworfen hat aus verschiedenen. Und dann haben wir in Reihe 3 und 4 unser Team Redline, was natürlich auch immer ein bisschen gefährlich ist von hinten. Bin ich gespannt, ob die direkt angreifen vom Start an, aber ich gehe tatsächlich davon aus, weil Reedfeld muss natürlich wieder gut machen, was er gerade in Race 1 wieder verloren hat. 30 Minuten Rennaction mit Boxenstopp. Obligatorisch für alle. Wir haben das Boxenstopp-Fenster in der Mitte des Rennens, so wie er das auch aus der DTM kennt. Da gibt es dann für alle die Verpflichtung, einmal abzubiegen und 4 Reifen zu wechseln. Das ist Vorgabe für alle gleich. Sprich, jeder hat gleich viel Zeit, die er da verliert. Und dementsprechend. Genau. 8 Minuten nach Start geht das Boxenstopp-Fenster auf. Nicht nach Start, sondern nach. Pi mal Daumen. Genau. Und 8 Minuten vor Schluss. Pi mal Daumen vor Schluss. Geht sie dazu. Pi mal Daumen. Wird das in Prozent gemessen oder wie oder was? Oder anhand des Mondkalenders. Ich bin unsicher. Nein, es gibt natürlich ein Reglement, aber ihr habt es ja schon im Chat geschrieben, da wir ja 28 Minuten quasi haben, schiebt sich das Boxenstopp-Fenster auch ein bisschen zusammen. Ja. Aber hier, paar Sekunden hin oder her. Gut, diese paar Sekunden. Ich glaube, einmal hatten wir diese Saison, soweit ich mich entsinne, schon die Situation, dass man auch mal zu spät in die Box kommen kann, wenn diese paar Sekunden nicht stimmen. Ja, man kann da sich auch schnell verpokern. Verpokern will sich jetzt auf gar keinen Fall Tim Jasche. Der Red Bull Ring in Spielberg. 30 Minuten heißt es jetzt dann also hier nochmal Vollgas geben in dieser wunderschön gelegenen Anlage. Also wer dieses Jahr mal schön an die Rennstrecke kommen will und gleichzeitig so ein bisschen den Urlaubsfeeling zusammenpacken möchte, da gibt es zwei Optionen. Einmal perfekt Meer mit Sandford und perfekt Berge mit der Steiermark mit im Red Bull Ring. Also Red Bull Ring trifft meistens gutes Wetter. Ich hatte selten Red Bull Ring im Regen. Mhm. Stimmt. Und das kann ja eher in Sandford passieren. Genau. Windig ist es da immer. Das stimmt, aber dafür die Aussichten am Red Bull Ring auch und das Wetter wirklich wunderschön. Ja. Und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Anlage, das muss man einfach sagen, da in Österreich. Das ist wunderschön alles gelegen. Und wie auch bei jedem Rennen an der DTM, auch eine große Party für die Zuschauer. Oh, dementsprechend ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung und kann ich jedem nur ans Herz legen. Los geht's mit unserem Rennen. Der Double File Start. Sie fahren hinein in die Korridore. Die müssen natürlich gehalten werden, bis das Go-Go-Go-Signal von der Rennleitung erfolgt. Tim Jasche im türkis-blauen Porsche gegen Wisniewski im dunkelfarbenen Porsche, direkt dahinter Cincic und Bonito. Oh, das wird das Zeichen, richtiges Getümmel rein in Kurve 1. Im ersten Rennen ist alles gut gegangen. Wir drücken die Daumen, dass das jetzt auch in Rennen 2 passiert. Ganz eng beisammen und wenn das Signal erfolgt aus der Rennleitung, dann ist das Rennen freigegeben. Los geht die Hart und Acht und da gibt es direkt die Attacke von Cincic. Der versucht sich neben Tim Jasche im grünen Porsche zu setzen. Jetzt gibt es den Kontakt. Oh, das geht erstmal gut für alle, aber Jasche verliert eine Position gegen Wisniewski und Enzo Bonito ist schon wieder mit dabei. Da haben wir ihn mit der 37, auch Cincic, der hat aber jetzt mehr Speed-Überschuss, so wie es aussieht. Tim Jasche behauptet die Innenbahn, es geht rein in die fast Spitzkehre da oben im Eck. Und dann ist Tim Jasche auf der 2, Cincic auf der 3. Der wird seinem Herrgott danken, der Jasche, dass der Cincic den Bonito wieder geschnappt hat. Ja, obwohl der Cincic da dem jetzt auch hinten dran klebt, also wir werden es sehen. Hoffentlich behalten sie alle den kühlen Kopf. Cincic weiß auch, der will sich natürlich nicht in den Meisterschaftskampf einmischen. So viel Sportsmann ist er definitiv, davon gehen wir aus. Und das wissen wir auch. Dementsprechend wird er da natürlich jetzt nicht unnötig etwas riskieren gegen Tim Jasche. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber klar, wenn die Tür offen ist, wenn er eine Chance hat, wird er sie nehmen. Gut, aber die Position, die Tim Jasche gerade verloren hat, hat er natürlich gegen seinen größten Rivalen verloren, nämlich Wisniewski. Und die Zeit, die er gerade beim Decken verbraucht, da freut sich Nico Demme über seinen Abstand, den er sich gerade rausfahren kann, aus dem
Windschatten raus. Und das ist übrigens der Teamkollege Leonhard Krippner von Tim Jasche. Und der hat hinter sich Kevin Siggi und Riedfeld. Das sind zwei, die natürlich auch noch auf die Meisterschaft schielen. Vor allem Kevin Siggi, der gerade im ersten Rennen von der Aktion von Enzo Bonito profitiert hat. Der versucht jetzt vorbeizukommen. Aber Krippner, der macht sich jetzt auch breit wie ein LKW. Der sagt, was ihr als Team könnt. Können wir auch. Ja, das stimmt. Das ist absolut spannend. Also ich glaube für die Zuschauer, man muss so ein bisschen aus der Box rausgucken und nicht nur den Stand gerade ansehen, sondern auch, was da strategisch hinter passiert ist. Krippner hat Kevin Siggi neben sich, aber er hält ihn hinter sich. Fragezeichen. Hier Krippner. Jetzt geht's runter. Jetzt geht's dann gleich in der Rechtskurve rein. Und da hat Krippner natürlich die Innenbahn. Ja, drückt sich da auch gut ran auf der Geraden. Versucht den im Schach zu halten. Unruhiges Heck kurz mal bei Siggi, das wir gesehen haben. Und das schenkt Krippner wieder die entscheidenden Meter, um sich wieder davor zu setzen. Da haben wir ihn. Alles super, super, super eng. Ei, da hat aber Krippner gerade ein bisschen zu weit ausgeholt. Oh, jetzt gibt es auch den Kontakt hier. Krippner bleibt aber noch auf der Strecke. Kein Kies. Ganz wichtig, Krippner auf der Außenbahn. Boah, sind die eng zusammen. Siggi gegen Krippner. Krippner im feigen Porsche. Und er bekommt immer wieder die sanften Berührungen, die hauchzarten Küsse von seinem Kontrahenten Kevin Siggi da. Gut, aber das ist das, was ich immer wieder sage während diesem Kampf. Das Pack hinter denen klebt sich natürlich direkt an sie ran. Also Bleier ist auch schon am Schnuppern links und rechts. Und dann selbst die Out of Top Ten sind schon da mit dran, wie wir sehen. Ja, und Krippner, der ganze Fighter. Hält das ganze Feld auf, komplett. Also das ist auch da wieder super natürlich für Tim Jasche. Ich würde es jetzt nicht aufhalten nennen, weil sie fighten natürlich da ordentlich um die gut, Position. Gut, aber eben das verbraucht ja das Zeit. Das verbraucht also Zeit, genau. Es ist keine Absicht, dass er die aufhält, nein, sondern nein. Die attackieren, er attackiert zurück. Klar. Und das schenkt denen da vorne natürlich gerade die große Lücke, die wir hier sehen. Denn die ist fast 4 Sekunden groß zwischen Krippner und Bonito. Da war auf jeden Fall viel Druck mit bei. Und da kommt nämlich auch der nächste mit dazu im Falken Design. Krippner hat hinter sich Kevin Siggi. Und er behauptet einfach knallhart die Innenbahn. Er sagt, wenn du es probieren willst, dann musst du außen gehen. Jetzt versucht Krippner innen reinzustechen. Und gleich kommt noch Lukas Müller von hinten. Ja, genau, sag ich ja, der nächste Falkenfahrer. Wir haben hier nicht nur Kampf um die Meisterschaft, sondern Kampf auch zwischen den Teams. Und Pit-Window geht gleich auf in 50. Ui, da geht Kevin Siggi fast weit. Kommt ins Rutschen. Für so einen Siggi würde jetzt ein Undercut natürlich super Sinn machen, oder? Ja. Also ich denke auch, dass er da relativ schnell in aber die Box Problem kommen wird. Aber das Problem ist, er schafft es jetzt nicht. Weißt du, er kann jetzt nicht diese Runde reinkommen. Nee, diese Runde wird es nicht. Weil jetzt fährt er gleich in der Boxeneinfahrt vorbei. Wenn er an Tim Jasche vorbeikommen sollte, dann fährt er, glaube ich, durch. Wenn nicht, dann fährt er... An Krippner meinst du? Meine ich ja, genau, sorry. An Krippner vorbeikommen sollte, dann fährt er, glaube ich, durch. Aber wenn nicht, dann kommt er gleich in die Box. Gehe ich mal davon aus. Siggi hinter Krippner. Hin zu Kurve 1. Jetzt schauen wir natürlich genauer hin, was die Track Limits angeht mittlerweile. Wollen da einige ganz schön weit gehen. Das ist der Blick rüber zu Kevin Siggi. In sein, was ist es, Gamingzimmer, Wohnzimmer. Der hat da 2, 3 Sitze um sich herum. Das es kann auch sein, das sieht mir eher aus wie so ein Team Redlines ja, Studio stimmt, oder so, recht, gell? Du hast recht, ja. Was natürlich auch cool sein kann, so eine Möglichkeit zu haben mit dem ganzen Setup und den Kameras, vor allem jetzt auch für so Livestreams, dass es professionell aufgebaut ist, du deine Ruhe hast und nicht bei Mutti zu Hause teilweise auch gestört werden kannst. Und jetzt hat er sich Kevin Siggi, jetzt schnappt sich Kevin Siggi Leo Krippner oder doch nicht? Krippner bleibt vorne. Krass. Der wirft den Porsche um die Kurve, aber jetzt hat Siggi die Innenbahn. Aber Krippner kann natürlich den Schwung mitnehmen. Ja, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Jetzt hat Kevin Siggi die Position. So, und jetzt bin ich gespannt. Oh. Krippner hält dagegen. Brutal. Krippner schenkt brutal. Die Position nicht brutal. Hier. Achtung, jetzt geht es nämlich weiterhin rechts rum. Und das kann Krippner wieder in die Karten spielen. Der geht sofort auf die Kampflinie innen rein. Bonito spricht da auch rein. Achtung, Siggi ist vorbei. Siggi hat die Ruhe weg. Bonito geht vorbei. Und Krippner verliert da einige Positionen jetzt. Ja. 2 auf 1 Streich. Ja, jetzt hat er, glaube ich, seine Mauer aufgeben müssen. Aber gut, trotzdem mega Performance von Krippner. Also das, der hat sich super, super gehalten und noch lange. Hat auf jeden Fall schon mal den Undercut verhindert für Team Redline gerade. Hat mich so ein bisschen erinnert an Sergio Perez damals, als er Max Verstappen zum Champion gemacht hat, als er Lewis Hamilton ein bisschen aufgehalten hat.
in diesem ominösen Finale. Ja, jetzt haben wir gesehen, also die hinter den Top 10 sind gerade alle reingekommen in der Hoffnung, dass die sich da gleich ein bisschen Raum schaffen können und ein bisschen Pace rausfahren können. Vielleicht wird da noch ein bisschen mitgemischt in unseren Top 10. Und wir gucken nochmal auf den Start. Wieder, was ist da schiefgelaufen? Jasche, wieder ein Ticken zu spät oder war es vielleicht ein Frühstart der anderen? Na. Ich glaube aber fast nicht. Jasche behauptet dann zwar Position 2, aber muss da ganz schön gegenhalten und fighten, um diese Position zu behaupten. Tim Jasche, der jetzt an der Spitze ist, weil Nico Wisniewski übrigens schon in die Box abgebogen ist. Der Gesamtführende, der ist schon reingefahren in die Box. Das ist auch überraschend, wie ich finde. Ja, blockt da früh den Undercut, ne? Also will er gar nicht zulassen, dass Tim Jasche da... Oh, der wird aber jetzt fahren. Jasche wird jetzt Gas geben. Jasche wird jetzt versuchen, ja, eben. Gas zu geben. Voll. Und hofft natürlich, dass Nikodem Wisniewski, der jetzt da hinten auf Position 23 geführt wird, aktuell da haben wir. Der hat natürlich jetzt aber auch freie Bahn. Guck mal, der kann auch Ich finde das jetzt aber gar nicht so schlau von Nikodem, muss ich sagen. Musst du das sagen? Ja. Weil? Ja, weil jetzt kommt er aus seinem Pitstop mitten im Feld raus. Na eben nicht, guck mal, der hat doch freie Bahn. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Da ist er, das schwarze Auto. Ah, okay. Formatfüllend im Bild. Mhm. Aber weil die anderen noch nicht in der Box waren, die kommen ja auch gleich alle rein. Ja, und aber glaub, der kann trotzdem jetzt weiter Gas geben, hat freie Bahn. Also ich bin unsicher, ob es jetzt doof oder nicht doof war. Das wird die ja, Zukunft okay. zeigen. Ja, okay, das stimmt. Also wenn er weiterhin freie Bahn behalten sollte, dann fein. Aber ich dachte, der kommt auf jeden Fall ein bisschen weiter im Feld raus. Hat natürlich wahrscheinlich auch mitbekommen, dass viele da hinten gleich reingefahren sind. Mhm, kann sein. Und hat sich dann gedacht, ja gut, dann fahre ich auch gleich der rein. Der hat bestimmt einen Spotter. Der telefoniert gerade bestimmt mit einem Spotter, der dann ein Auge drauf hat. Das würde schon Sinn machen, der oder? Der hat bestimmt so ein Wellscheibentelefon neben sich. Ja, genau. Da haben wir ihn. Nico Wellscheibentelefon called Discord. Wisniewski. Tim Jasche hat sich wahnsinnig absetzen können. 5 Sekunden vor Kevin Siggi, weil übrigens nicht nur eben, ganz wichtig, Nikodem Wisniewski abgebogen ist. Nein, auch Cincic ist rein, auch Bonito ist rein, auch Riedfeld ist rein, auch Fiducci ist rein. Alle, die die grüne 1 neben ihrem Namen im Tower in der Grafik links stehen haben, die waren schon drinnen. Eine rote 1 oder ein rotes P bedeutet, die sind aktuell in der Box. Wir sehen einen Boxenstopp etwa 40 Sekunden, wer mitrechnen möchte, weil das Boxenstopp-Fenster ja doch relativ groß ist. Also wir haben noch ungefähr 10 Minuten Boxenstopp-Fenster. Ich denke, viele werden das jetzt auch ausnutzen. Isaac Grillissen übrigens, unser niederländischer Fahrer aus dem Team Scuderia Ferrari, hier mit aktuell der fastest Lap. Und so schnell geht's, der andere Werle hat es einfach mal unterboten. So schnell geht's. Live gewechselt. Und, dann ist es ein Ferrari auf dem Red Bull Ring, der die schnellste Runde gerade gesetzt hat. Nee, Leandro Werle im BMW übrigens. Ach, hast Glück du gehabt. Nicht zugehört? Ich ja, Glück live gehabt. Leandro ja. Wie so ein altes Ehepaar hier. Genau. Nach dem Stream schlägern wir uns dann. Nein, würden wir nie tun. Nur ab und zu. Kifli Tian jetzt gerade in der Box. Das sehen wir an dem roten P neben ihrem Namen stehen. Für euch zu Hause da gut abzulesen. Ja, der andere Werle. Also worum geht's beim Fastest Lap? Vollkommen klar. Es geht um Gear von Thrustmaster. Werden wir hier nochmal den Zweikampf zwischen Siggi und Krippner sehen. Krippner im Falcon Porsche hat hier nochmal die Nase vorne. Aber dann zieht Siggi halt eiskalt durch. Ne? Hier innen drinnen. Und er behauptet seine Linie, hat auch die perfekte Traktion, er kommt nicht ins Rutschen, kommt gar nichts. Krippner zwar draußen, aber Schwung kann er nicht so richtig mitnehmen. Ja doch, ein bisschen, deswegen schafft er es ja überhaupt, sich so lange über die nächsten Kurven hinweg zu halten. Aber ja, wie du sagtest, also hier war Siggi einfach in der besseren Position im Nachhinein. Und dann hat der Krippner ganz aus dem Konzept gebracht und dann ist er direkt 4 Positionen zurückgefallen. Aber wir haben schon vorher drüber gesprochen. Ich glaube, der hat es jetzt wirklich fürs Team gemacht und nicht für seinen eigenen Stand für das Rennen. Wir sehen jetzt ein paar in der Box mitten im Rennen. Das ist auch interessant. Ja, aber Dani, Michel, Neck und Jajowski sind abgebogen. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wo sie vorher waren. Übrigens, Jasche, der gibt vorne richtig Gas mit einer 1.28.387 in der letzten Runde. Der will da offensichtlich sich weiter absetzen von Kevin Siggi. Das sind jetzt 6 Sekunden, die es langsam werden. Aber Siggi auch im letzten Umlauf
mit einer 1.28.3.5 fast identische Zeit. Nico de Wisniewski mit einer 4.28.4 auf neuen Reifen. Ist er langsamer als Jarschel gerade? So sieht es aus, oder? So sieht's aus. Also ja. Dementsprechend spannend. Das ist ja das, was wir gesagt haben. Tim Jarschel ist ein Multitalent für konstantes Fahren und zudem auch keine Fehler machen. Ich glaube, da wird Nico dem auf jeden Fall Schwierigkeiten haben, mithalten zu können in dem Long Run von 30 Minuten hier in unserem zweiten Rennen. 15,5 Minuten noch. 15,5 Minuten noch Zeit für euch, was von Thrustmaster zu gewinnen. Schaut gerne mal in YouTube rein in die Chats. Da seht ihr einen Link, auf den könnt ihr klicken. Und da müsst ihr ein bisschen was eingeben und im besten Falle kriegt ihr dann was Tolles von Thrustmaster zugeschickt. Und wir werden das übrigens noch live hier in der Sendung auslosen. Also macht da gerne mit. Also ihr habt nichts zu verlieren und nur zu gewinnen. Boah, das ist wie im echten Leben. Kevin Sigge übrigens, schnellste Rennrunde. Weil wir es gerade hatten, der ist ein bisschen langsamer. Ja, Pustekuchen. Jetzt hat er einfach mal die schnellste Rennrunde rausgehauen. Kevin Sigge mit einer 1.28.3.16. Und das auf 20 Minuten alten Reifen. 15 Minuten alten Reifen. Ja, nicht schlecht. Kevin Sigge gibt Gas, aber der hat auch jetzt freie Bahn und hat die Karotte vor der Nase, nämlich Tim Jarschel. Dementsprechend motiviert ohne Ende und ja, so kommt es zustande und hat wieder einen Purple Sector in T1. Ah, nee. Doch. Doch. Nee, das war's in dem Best Lab. Wollte gerade sagen. Die Zeit, die uneingeblendet war. Isaac Price hier aktuell auf der 4. Der jagt Müller vor sich her. Lukas Müller vom Falcons im Racing Team. Ralf Pieringer im BMW. Benze Banki. Wo ist denn eigentlich Marco Pejic? Der ist aktuell, der hat schon einen Boxenstopp bereinigt, aber trotzdem ganz schön Rückstand. Tim Jarschel kommt rein. So, die Spitze geht rein. Die Spitze in Person von Tim Jarschel. 14 Minuten vor dem Rennende kommt Tim Jarschel. Wo ist natürlich Wisniewski. Das wird dann jetzt der entscheidende Faktor sein. Wo ist Nikodem Wisniewski? Die beiden müssen wir vergleichen. Aktuell ist er auf der 10, Wisniewski. Jetzt sind sie natürlich zurückgefallen. Aber nur zur Info, Marcel Cincic ist nicht mal eine Sekunde von Wisniewski entfernt. Ne? Also der spielt da gerade auch mit rein. Bin sehr gespannt, wo Tim Jarschel gleich rauskommen wird. Wisniewski biegt jetzt auf die Start-Ziel-Gerade ein. Tim Jarschel steht immer noch. Tim Jarschel weit vorne in der Box aber. Ja, und hat vor allem einen kurzen Weg da hoch. Ne? Also das geht jetzt relativ schnell für ihn dann rechts rum. Aber es wird trotzdem wahnsinnig eng. Tim Jarschel, wann kann er beschleunigen? Nikodem Wisniewski bleibt vorne. Tim Jarschel kommt auf Position virtuell gesehen 2 hinter ihm raus. Hat jetzt Cincic hinter sich. Tim Jarschel hat jetzt aber vielleicht einen Ticken frischere Reifen. Mal gucken, ob er das vielleicht gleich nochmal ausnutzen kann. Ja, das stimmt, aber ich bewundere es, wie sie wirklich diese Sekunde vom Rennstart einfach gerade genauso auch wieder aufgenommen haben. Also das passiert seltenst, dass der Boxenstopp überhaupt keine Auswirkungen auf die Abstände hatte. Da hat sie gefragt, ist das live? Herr Löhner fährt doch morgen noch mit dem Leben im Morgencup. Ja, das ist live. Und Mo Söhner ist tatsächlich in Barcelona und sitzt dort. Und fährt das Rennen. Und fährt von dort aus dem Studio. Ja gut, aber wir sehen es. Also Moritz Löhner nur auf 26, nachdem er in der Meisterschaft in unseren Top 5 mit drin ist. Ich denke schon, dass das viel damit zu tun hat, dass er einfach gerade in einem anderen Umfeld ist, auf einem anderen Simulator. Macht schon viel aus am Ende des Tages, wie in einem wildfremden Auto zu sitzen. Man muss sich erst halt dran gewöhnen. Ist auch nicht immer schneller. Also ich glaube, ja, wir haben es vorhin angesprochen, für Moritz Löhner war es das dann. Dieses Jahr, für die Meisterschaft zumindest. Wisniewski, Jarschel, Cincic, Enzo Bonito. Das sind aktuell Boxenstopp bereinigt. Unsere Top 4 in diesem Rennen haben einen großen Vorsprung dann vor Jeffrey Riedfeld. Und Kevin Sigge wird schon relativ weit zurückfallen. Also der wird da, ich denke, aus den Top 5 weiterhin rausfallen. Mit 40 Sekunden Boxenstopp, wenn man es jetzt hoch runterrechnet. Hinter Enzo Bonito auf die 5 ungefähr genau. Wird zurückfallen. Ja. Was fährt er für Zeiten? 1.28.456 Kevin Sigge im letzten Umlauf. Wisniewski 1.28.459. 3000stel Unterschied. Enzo Bonito jagt das Podium, jagt Cincic vor sich.
Also es war schon ein bisschen aufregend jetzt mit der ganzen Boxenstopp-Arie, aber so richtig profitieren konnte keiner davon. Das hat alles voll, genau also funktioniert, so wie sie sich's, glaube ich, vorgestellt haben. Aber umso mehr, weil die Jungs hier gerade wirklich so am Limit sind und gerade Top-Zeiten rausfahren. Hier in den Kommentaren sehen wir auch, selbst für so Moritz Löhnal, 4/10 schmeißt dich komplett eigentlich aus dem Feld raus, obwohl 4/10 dafür, dass du in einem wildfremden Simulator sitzt, auch eigentlich nicht viel ist. Ja, also dementsprechend, die wissen, wie wichtig es ist. Es ist das vorletzte Rennen der Meisterschaft. 4 Rennen haben wir schon hinter uns. Dementsprechend jetzt langsam, ja, geht es schon um die Entscheidung der Meisterschaft. Da hat sie schreibt, true, generell alles Aliens im Feld. Ich glaube, das können wir hier auch wieder sagen. Wir haben vorhin hier zum Spaß auch jeder mal so ein bisschen Runden gedreht. Sind natürlich nicht mal nahe an die Pole-Zeiten rangekommen von den Jungs hier. Ich glaube, so 3 Sekunden dahinter. Ach echt? Das ist sogar nicht schlecht. Wir waren gar nicht so schlecht, ne? Ja, 2-3 Sekunden, das ist nicht so schlecht. Ist okay, ne? Für Hobbyfahrer. Für Hobby-Amateure, du sagst es vollkommen zu Recht. Jetzt wäre ich was anderes. Also am Simulator, ich kenne es auch selber, ich bin mal ein paar Rennen auch mitgefahren, diese DTM-Promi-Rennen und sowas. So. Das ist schon krass, vor allem... Promi-Rennen, ne? Ja, ja. Warst du da mit dabei? Muss ich sie jetzt siezen? Oder? Bitte. Ich bitte drum. Hier geht's zu. Jetzt langsam. Dominik Bleier vom Williams Esports Team im weiß-blauen Audi A8. Und der hat hinter sich Axel Vermeilen. Lukas Müller. Spielt auch noch mit? Ja, da direkt aus der andere blaue Falken. Achtung, das ist ein Doppel. Achtung, da Zweierkampf. Vermeilen im gelb-weiß-schwarzen BMW. Der macht richtig Druck auf Bleier. Es geht um Position 13 hier aktuell. Boxenstopp bereinigt, rechts ein bisschen weiter nach vorne. Und Jajowski gegen Müller direkt dahinter übrigens. Das sind da so ein 4er-Pack. So, Kevin Siggi ist übrigens drin. Kevin Siggi steht in der Box. Nikodem Wisniewski biegt jetzt einen auf die Startzielgerade. Wir haben ihn auf Platz 5. Uns hingerechnet. Schauen wir mal, ob das klappt. Wisniewski durch. Jasche durch. Cinchik durch. Bonito durch. Ja, Siggi. Würde sagen, kleine Adlerauge hat genau hingeguckt. Und alles richtig ausgerechnet. Er kommt. Quick Maths. Auf der bereinigten 5. Position 5 raus. Ja, schon mal nicht schlecht. Mitten in seinem Team Redline. Pack. Dementsprechend können wir jetzt wieder gucken, ob Enzo Bonito Cinchik schnappen kann. Guck mal. Der Siggi ist auch noch durchgerutscht auf Position 6. Wir haben ja über Siggi gesprochen. Ja, wir haben ja über Siggi gesprochen. Riedfeld war ja schon vorher in der Box. Siggi ist ja auch schon durch. Um den geht's ja, Mann. So. Mann. Wisniewski, Jasche, Cinchik. 1, 2, 3. Jakub die letzten Brzezinski zwei, genau. Benzobanki, Jakub Brzezinski kommen in die Box. 20 Sekunden noch, dann ist das Pit-Window close, aber es sind jetzt auch alle drin gewesen. Und sie schaffen es noch rechtzeitig, bevor die Uhr abgelaufen ist. Genau. 8 Minuten haben wir dann noch auf der Uhr fürs Rennen. Heute Abend ist schon wieder echt schnell vorbeigegangen, oder? Also die Strecke ist so fast, dass man auch irgendwie gefühlt die Zeit gar nicht bemerkt. Zero Force Racing schreibt im Chat, vor 3-4 Jahren waren einige von denen noch schlagbar. Aber jetzt sind sie einfach enteilt, das muss man einfach sagen. Das ist eine Klasse für sich. Wir haben die besten Simracer der Welt hier versammelt in der DTM Esports Championship 2024. So, Frage von Wolfi ist, hallo, wie kann man genau bei dem Gewinnspiel mitmachen? Scroll mal nach ganz oben im Chat, da ist ein Link. Da steht Thrustmaster daneben. Da einmal draufklicken, alles schnell eintragen und dann bist du im Lostopf. Wir werden das dann per Zufallsgenerator nach dem Rennen hier auswerten und gucken, wen wir hier beschenken können. Da kommen übrigens die letzten aus der Box herausgefahren. Brzezinski auf der 14 jetzt, Müller auf der 13. Jajowski auf der 15. Und dann waren sie alle drinnen. 6 Minuten 45 vor dem Ende. Wisniewski, Jasche, Cinchik. So sieht es aktuell aus. Unser Podium. Wir haben eine neue Fastest Lap soeben bekommen. Ah, Leon Rüdinger. Wo haben wir den auf der Liste? Auf Position 8? Ja, im BMW. Guck mal, was habe ich über BMW gesagt? Und Meisterschafts 28. Jetzt in den Top 10 und Fastest Lap. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, aber Fiducci ist vor Rüdinger, ne, mit seinem BMW und hat nicht die Fastest Lap, würde ich nur mal so sagen.
Das ist auf jeden Fall, wäre das das beste Ergebnis auch für Leon Rüdinger, das darf man nicht vergessen, dann in dieser Saison. Ja, absolut. Ja, ich denke, für einige, die jetzt nicht um die Meisterschaft fahren, da ist natürlich so viel Experience dabei in dieser Saison. Also gegen die Besten der Besten zu fahren, ist natürlich einfach mega, mega Erfahrung für ihn. Wisniewski, Jasche, Cinczyk, die Top 3. Wisniewski, guck mal, der kann weiter ordentlich pushen, setzt sich auch ab vor Tim Jasche. Mann, ist der stark heute. Ja, das ein oder andere Problemchen weniger. Und er würde ganz eine andere Rolle spielen. Wobei, er ist natürlich voll drin im Kampf um die Meisterschaft. Nicht also er muss Wisniewski. Es jetzt super, super cool behalten. Ne? 1 Sekunde und 3 Zehntel Abstand zu Tim Jarschel, der voll am Pushen ist, wiederum aber Cinczyk im Nacken hat. Dementsprechend, Nikodem muss das jetzt nach Hause bringen und dann haben wir ein richtig, richtig cooles Finale am Hockenheimring vor uns nächstes Wochenende. Ja. Da geht es nämlich dann wirklich um die Meisterschaft. Freitag in einer Woche, Hockenheimring, selbe Stelle, selbe Welle, wie man so schön sagt. 19.15 Uhr sind wir live für euch. Cinczyk, Hallöchen. Der testet aber auch mal, was das Heck so aushält von Tim Jasche und will offensichtlich ein paar blaue Kampfspuren auf seinem grünen Fahrzeug. Denn der dockt da hinten schon mal an und sagt, knock, 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 mach keinen Fehler, Junge. Ansonsten schnapp ich mir doch noch deine Position. Ja, das ist natürlich super, super eng hinter den zwei. Noch 4 Minuten auf der Uhr. Wenn er dranbleiben kann, sehe ich da auch wieder eine Attacke. Obwohl der schon echt am Limit ist. Du siehst, wer das Auto querstellt und jetzt auf der Geraden deswegen natürlich auch verliert. Und Enzo Bonito dahinter, der schiebt natürlich jetzt auch Richtung Podium, weil er natürlich weiß, wenn sich die Stewards das vielleicht aus Rennen 1 nochmal angucken, dann kann es für mich das Podium ganz schnell mal in die Tonne treten. Das kann passieren dementsprechend hier, wenn er sich fair erfährt. Wie also weit würdest du Team Redlines Motivation ziehen, zu sagen, Enzo Bonito, jetzt nur fantasieren, schnapp dich Cinczyk und geht dann einfach volle Kanone auf Tim Jasche los? Nein. Denkst du nicht? Also nicht im unfairen Stil, nicht um ihn abzuschießen, das glaube ich nicht. Wir werden kein berühmt-berüchtigtes Schieb ihn raus auf dem Spielberg-Ring, hier im Red Bull Ring sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht so ein getarntes, ich kämpfe das und... Das ist in der Vergangenheit schon nicht gut ausgegangen. Ich kann da... Okay. Da kannst du ja, ich glaube, unsere Stewards werden auf jeden Fall auch das nicht auf sich sitzen lassen. Nee. Das stimmt schon. Fürs letzte Rennen muss man sich ja dann trotzdem... Da kannst du dann ordentlich Strikes geben und dann fährst du vielleicht das letzte Rennen nicht mit und dann hockst du da und kannst gar nicht mithelfen. Also, das stimmt. Das macht natürlich auch dann wenig Sinn. Das stimmt. Ja, aber so ein Siggi, der scheint ja wirklich, und ein Reedfeld scheint ja wirklich einfach an der Pace zu mangeln heute, ne? Vergleichsweise von wie sie sonst performt haben, da waren es immer unsere Podiumskandidaten und jetzt sind sie ganze 6 Sekunden hinter Nikodem. Aber Fakt ist, der Porsche in diesem Jahr schon extrem stark, also wir sehen da wirklich schon eine dezente Macht aktuell, sitzen auch starke Fahrer drauf, wir haben uns von dem Jahr schon wieder trainiert und Nikodem Wisniewski ist, glaube ich, da nicht weniger motiviert, da immer Vollgas zu geben und ganz viel Zeit im Simulator zu verbringen. Und Ollis Motorblog schreibt, bitte kein Schieb ihn raus 2.0. Genau das wünschen wir uns auch. Also, dass es das nicht gibt, ganz, ganz wichtig. Genau das wünschen wir uns auch nicht. Also, wir wünschen uns, dass es das nicht gibt. Ja, genau so ist es. Ja, you never know. Aber momentan ist es ja eh nicht im Bereich des Möglichen, weil Tim Jarschel hält sich natürlich bombenfest auf Position 2. Cinczyk weiterhin als Puffer auf dem Podium. Und bisher kann Enzo Bonito nur von hinten mit drauf gucken auf das Ganze. Aber da rückelt wirklich gar nichts. Ne? Also Nikodem Wisniewski und Tim Jarschel, 1,5 Sekunden, so wie es ist, so bleibt's. Obwohl er jetzt gerade ein bisschen was verliert, aber auf die Runde trotzdem bombenfest. Wisniewski nimmt hier Kurs auf den nächsten Sieg in der Saison 2024. Muss natürlich gleich auf die Zeit gucken, wann sie über Startziel kommen. Wird wieder super eng, ob wir noch 1 oder 2 Runden sehen. Wir haben es zuletzt mit 1,28, 2,49 eben gesehen. Jasche, Achtung, Achtung, Cinczyk ist dran. Cinczyk nach wie vor in Schlagdistanz, aber er kann eben nicht vorbeigehen. Jetzt ist die Frage, wo ist Wisniewski? Der geht jetzt... Ah, das werden noch... Boah, das wird super eng. Ich glaube, das werden noch... Und der wird liften. Der wird liften. Der wird die Sekunde liften, dass er gerade so ins Ziel kommt vor Tim, denke ich. Wenn er nicht noch eine Runde fahren muss, ne? Eben. Na, wir werden sehen, wie eng das wird. Also, glaube ich, bei einer Sekunde wird das machen, weil er hat 2 Sekunden Puffer. Aber gut, zu viel riskieren wird er da auch nicht.
Oh, Achtung, Cincik. Cincik fährt schon mal raus aus dem Windschatten. Yashe macht da wirklich die Kampflinie dicht. Cincik ist jetzt ganz nah dran an Tim Yashe. Da passt ja keine DIN A4-Seite dazwischen. Das ist wirklich super eng hier zwischen den beiden. Aber Yashe fährt Kampflinie, macht die Innenbahn knallhart zu. Und deswegen wird es für Cincik da schwer, jetzt dagegen zu halten. Versucht sich jetzt dann innen rein zu pressen. Yashe lässt sich nach außen tragen, macht wieder dicht. Und der wird vor allem jetzt den Wisniewski anfeuern. Schau bloß, dass es nicht noch eine Runde gibt. Weil noch eine Runde möchte ich mir nicht den Fight hier mit dem Cinci geben. Also guck, dass du wirklich das Rennen jetzt zumachst. Darauf wird es ankommen. Die Ulti drunter. 20 Sekunden gleich noch. Obwohl es ja schlau wäre von Nikodem, das jetzt noch weiter hinauszuzögern. Ja, natürlich wäre es schlau. Deswegen glaube ich, zieht der Wisniewski gerade nochmal an. Ich glaube, der will noch eine Runde, weil er sich denkt, komm, wenn der Yashe noch ein Positionchen verliert, dann spielt mir das voll in die Karten. Und es wird sich auf jeden Fall rausgehen. Guck auf die Uhr. 5, 4, 3, Achtung, das wird noch super, eine super Runde. Knapp. Nein, nein, warte, hier ist erst die Ziellinie. Und wir kriegen noch eine Runde. Wir kriegen noch eine Runde. Wisniewski hat noch nicht den Stecker aus diesem Rennen rausgezogen. Wir sind noch da, Ladies and Gentlemen. Und Cincik hat das verpennt oder was? Hat er gedacht, das Rennen ist durch? Weil auf einmal hat Yashe wieder einen Vorsprung. Boah, das kann schon sein tatsächlich, dass er jetzt gedacht hat, das Rennen wäre vorbei. Hat da nicht so gut aufgepasst wie Wisniewski. Das wäre natürlich blöd, aber der hat ja super gepusht. Hat man richtig gesehen, der ist da nochmal als Limit gegangen, um diese Runde rauszuquetschen. Aber gut, also ich glaube, für Wisniewski ist das jetzt in trockenen Tüchern. Wir freuen uns natürlich für ihn, solange er das Ding jetzt noch auf der Strecke behalten kann. Aber für Yashe jetzt auch, der wird Position 2 nach Hause bringen. Cincik hat jetzt zu viel Abstand. Aber so ein Enzo Bonito vielleicht nochmal so ein Send-It-Or-Bend-It-Move. Der Red Bull Ring hat geliefert hier in Spielberg. Vorletzte Station der DTM eSports Championship 2024. Leon Rüdinger hat aktuell die fastest Lap inne. Kommt da noch was dazu? Wisniewski vielleicht gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Letzte Minute übrigens für die Zuschauer nochmal am Gewinnspiel teilzunehmen, bevor wir gleich in die Interviews gehen und die Verlosung auflösen. Aber wir kommen jetzt in die letzte Kurve. Genau so ist es. Nikodem Wisniewski nimmt die letzten Meter und holt sich den nächsten Sieg in der DTM eSports Pro Championship 2024. Tim Yashe wird Zweiter, Marcel Cincik auf der 3, he is back, der Mann vom Romain Grosjean eSports Team und die Meisterschaft bleibt weiterhin spannend. Genau mega, so mega soll Rennen. Es sein. Das war richtig cool, freut mich sehr, freut mich sehr. Wisniewski gewinnt vor Tim Yashe, Cincik auf der 3, unser Podium steht. Und was für ein Rennen hier auf dem Red Bull Ring. Das war jetzt vermutlich Cinciks bestes Ergebnis. Gut, der hat einmal ein Rennen gewonnen, das erste. Genau. Das erste, seitdem aber wirklich underperformed. Ja, nochmal, der war echt extrem viel in dieses ganze Start-Hover-Bo, wurde oft gedreht, war immer wieder da wirklich. Also von der Pace hat es gepasst, von der aber Pace irgendwie. Ist er saustark. So, Frage kommt aus dem Chat. Wie wird jetzt gleich verlost? Wir haben einen Zufallsgenerator und da schmeißen wir jetzt gleich alle eure Namen rein und dann wird eine künstliche Intelligenz das Ganze. Ein Name wird aus der Tüte gezogen. Aus der imaginären Tüte. Aus der imaginären Tüte, genau. Boah. Mega. Ich war die ganze Zeit hier nebendran gestanden, habe mich hier an den hat den Bildschirm angestarrt. Ja. Das nee, war wirklich, wirklich cool. Porsche Mania on Podium, Ollis Motorblock. Genau so ist es. Dreimal Porsche vorne weg. Die BMW, die ich so stark gesehen habe, waren mit dabei, aber nicht stark genug heute. Ja, das stimmt. Also wie du sagtest, also die Porsche sind auch super besetzt. Ja, es lag jetzt nicht nur an der BOP. Wir haben auch Topfahrer, eben Tim Yashe und Nikodem Wisniewski. Unsere Meisterschaftsführenden sind beide auf dem Porsche. Dementsprechend war damit zu rechnen. Aber es ist natürlich super interessant zu sehen. Ganzes Podium Porsche. Cool. Ganz, ganz schöne Geschichte hier und in einer Woche sehen wir uns wieder auf dem Hockenheimring. Wir werden aber natürlich gleich noch mit unserem Podium hoffentlich sprechen können, also bleibt gerne dran. Aber in einer Woche ist ein Grande Finale gesagt auf dem Hockenheimring, da wo natürlich auch das DTM-Finale dann im Oktober stattfindet. Absolut.
Ich freue mich mega. So hyped auf die Saison. Jetzt mit den Tests. Tests sind für mich immer so der Auftakt und dann geht es so richtig los. Das stimmt. Gefühl, also ja. Tests ist für mich auch wie dieses Jahr mehr wirklich Tests. Also ich weiß, die Jungs probieren sich da aus und wollen eben gucken, was läuft nicht. Dementsprechend hat nicht jeder immer Top-Performance in jeder Session. Ja. Aber das erste Rennen ist für mich so interessant. Also ich liebe immer die Saisonauftakte, weil da siehst du halt natürlich, wer hat im Winter am meisten gemacht. Und offensichtlich viel gemacht hat wieder einmal Tim Jasche und der ist uns jetzt zugeschaltet, denn Tim, das war wieder ein sehr guter Tag, punktemäßig auf jeden Fall für dich, Gratulation schon mal dazu, aber wir müssen natürlich mal ganz kurz über die Szene in Rennen 1 sprechen, mit Team Redline bist du dir da ins Gehege gekommen, wie siehst du es? Ja, nicht ins Gehege gekommen, die haben es einfach taktisch gemacht, mich eingebremst, war ja offensichtlich. Hast du das Gefühl gehabt, er hat dich gebreakcheckt? Natürlich, sieht man doch. Also sprich, das Reporting ist quasi schon geschrieben. Naja, nö, aber es ist halt schlau gemacht. So. Also mir war halt klar, dass er da das versucht, um Sigi da ranzuholen. Von daher, ich habe damit gerechnet und konnte es halt nicht verhindern. Aber du warst wieder einmal voll on point heute, hast wichtige Punkte für die Meisterschaft geholt mit Platz 2 und Platz 4 am Ende. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch was nach vorne. Aber das war auf jeden Fall ein toller Tag. Wie passt der Porsche? Das haben wir heute gesehen zum Red Bull Ring. Das hat ja sehr gut geklappt, ne? Wenn man auch die Pace von Wisniewski an der Spitze gesehen hat. Ja, hat schon gepasst. Also generell ist der Red Bull Ring hat mich ein bisschen genervt im Training, bin ich ehrlich. Aber ja, Porsche war gut. Wie gesagt, also wieder schade am Start, halt zweites Rennen die Position da abzugeben, aber mein Gott, ich habe jetzt noch ein gutes Polster, das war mir ja auch jetzt im Vorhinein klar und von daher, ja, alles scharf fürs letzte Rennen. Ja, der Start beim zweiten Rennen, wie du gerade angesprochen hast, war natürlich ein bisschen blöd, dass du deine Pole-Position aufgeben musstest, aber der erste Start lief ja auch nicht so gut. Woran liegt das bei dir? Wir hatten vor ein paar Rennen drüber gesprochen, dann hatten wir das Gefühl, da hast du richtig einen draufgelegt und jetzt scheint es wieder nicht so gut funktioniert zu haben. Ja, schwierig. Du musst auf das Startsignal gucken und gleichzeitig aber auch auf die Startziellinie. Wenn du die nämlich überquerst, ist freigegeben. Und da ist schwierig, von der Sicht her, einmal auf den Chat und einmal auf die Linie zu gucken. Es war wieder die tausendste Sekunde falsch geguckt. Ist halt so. Okay. All in all aber trotzdem eben wieder eine konstante Performance. Nicht umsonst bist du weiterhin Meisterschaftsführender. Aber jetzt entscheidet sich alles am nächsten Wochenende. Bist du ready für Hockenheim? Ich denke, sollte passen. Hochmotiviert. Das ist auf jeden Fall eine Strecke, die ihr alle in- und auswendig kennt, da bin ich mir ziemlich sicher. Tim, vielen, vielen Dank. Alles klar, danke. Bis in einer Woche, da sehen wir uns wieder. Oh, Fleißgeist schreibt im Chat, Tim ist ja mal mega sauer. Ja. Gut gelaunt auf jeden Fall, ja, aber gut. Ich meine, wie gesagt, weiterhin Meisterschaftsführender. Ich glaube, über viel kann man sich nicht beschweren. Klar, das von Team Redline war natürlich ein Manöver, da war er auf sich alleine gestellt, aber auch das hat er gut gemeistert am Ende des Tages. Und dann hören wir mal den Mann des Tages, Nikodem Wisniewski, der heute ganz wichtige Punkte gesammelt hat. So, Nikodem, congratulations on a great day here in the DTM Esports Championship. How tough was the fight out there on the Red Bull Ring? Yeah, thank you. I mean, luckily I didn't have to fight anyone. I mean, leading from the start to the end in both races. I'm really, really surprised that happened like that. I swear that we were talking with I was talking with my teammates that it's gonna be a really crazy overtaking day with a lot of action. But luckily for me, I didn't get much in action and double win. I mean, yeah, super super happy. I'll be now comfortable and P2 in the standings. To be honest, I'm a bit surprised because my pace at Red Bull Ring wasn't that good for the week, so I had to chase Kuba and Isaac in the practice, but then I figured out a few things and the consistency came also yesterday. So yeah, I mean, today I was doing my PBs, so yeah, really really lucky to be in the right form in the right day. So yeah. I mean, what I can say, I mean, double win. Well, also, awesome. Congratulations from my side. Obviously, you put it all on the point today, so a double win is amazing. But how much hope did that give for you for the whole championship now? I mean, it will be tough, right? I mean, I had some technical issues from the beginning of the season, so team is doing like consistent season. So let's say we are very similar in terms of a pace. Now maybe I have an edge because I really want to chase, but I mean,
whoever's gonna get the championship between us, then it's fully deserved, I guess. But I think it's just I'm losing too many points to team at the moment, so I'm not sure how many, like 30, something like that. So even if I'll be like double win again at Hockenheim and he'll be somewhere around the top five, then it will be enough for him. But of course, everything can happen, and I will chase the championship. So good to have that aim for the next week. But the gap is getting a little bit closer now. So congratulations again. Great day for you and your team. Thank you so much. See you in 1 week time at the Hockenheim Ring. See you. Thanks. Ja, ein bisschen hat er natürlich den Abstand verkürzt, aber sagt es richtig, das Polster von Tim ist halt einfach groß. Relativ gewesen. Groß, das stimmt. Und Nico Dembiszewski hat es schon einmal gesagt, den Nuller im zweiten Saisonrennen einen Punkt nur in Runde 3 geholt. Das ist sehr bitter, eben weil seine Pace so gut ist. Das ist natürlich schade, aber trotz alledem, also dieses technische Unglück, was man haben kann, das kann auch mal einem Tim Jaschel passieren. Aber ihm passiert sich diese Saison, das muss man einfach sagen, Tim bleibt bisher nicht, ja. Bisher alles clean gemacht. Alles super. Ja, wir warten jetzt auf unseren Drittplatz. War übrigens in der Vergangenheit öfter mal so, dass bei Tim Jaschel zu Hause gerne mal ein bisschen technische Issues in der Vergangenheit in der ADAC gibt. Eben weil es so oft passiert, das ist ja wahrscheinlich da schon und so. Und dann haben wir immer die Gaudi gemacht, dass der Papa bestimmt Notgenerator neben dem und die Glasfaserkabel irgendwo herausreißt und zu seinem Hause verlegt. Aber ja, das scheint alles gut funktioniert zu haben. Und nicht vergessen, wir machen gleich noch die Auslosung, versprochen. Ich frage nochmal, kriegen wir noch ein Interview oder gehen wir in die Auslosung? Dann schauen wir uns aber die Standings an. Das ist doch sicher spannend, bevor wir gleich Auslosung und Interview haben. Okay, wir fangen an mit dem Pole Position Award. Den haben wir ja schon entschieden. Das haben wir vorhin angesprochen gehabt. Tim Jaschel hat natürlich stark dominiert die ganze Saison. Und heute mit dem weiteren Pole Position Award im zweiten Rennen hat er auch die ganze Saison mit dem Pole Position Award gewonnen. Das heißt, er bekommt ein Steering Wheel von Usher Racing. Mega, mega cool von McLaren. Schaut natürlich Bombe aus. Ich weiß nicht, ob er unbedingt einen noch braucht, aber ich meine, Schaden tut's nicht. Haben ist besser als brauchen. Nicht haben. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt. So, der Fastest Snap Award heute geht an Kevin Siggi in diesem Rennen. Der bekommt also auch was Tolles von Thrustmaster. Ach, Pole Position. Ich habe vorhin von Fastest Lap gesprochen, deshalb Pole das Position. Das alles gut. Fastest Lap Award, Kevin Siggi mit 1:28.081 im Rennen bekommt von Thrustmaster wieder, was zugeschickt die schöne Geschichte ist, wenn man es mehrfach holt in dieser Saison, dann gibt es eben nicht drei Lenkräder, sondern gibt es eine Base, ein Lenkrad. Das ist sehr, sehr cool, ja. Pedale dazu. Also im Sicht das ist schon ein großer, also ein großes, ein großer Preis für ein Fastest Lap Award, oder? Finde ich. Ja, definitiv. Schöne Geschichte. Signieren und weiterverkaufen, sagt Zero Force Racing. Signieren und weiterverkaufen ist keine schlechte Idee. Nein, das macht man nicht. Das muss man dann schon benutzen. Das, denke ich, machen die meisten Jungs auf jeden Fall schon, ja. Das war. So, Hockenheimring. Ganz spezielle Rennstrecke, auf die wir uns freuen können. Aber ich höre, wir kriegen noch jemanden oder kriegen wir nicht? Ah, Leo Krippner kriegen wir noch. Dann holen wir uns auch Leo Krippner dazu. Ja, haben wir die andere Seite des Falcon Porsche. Moin Leo, du hast ja ordentlich gefightet deine Anfangsphase, um die da hinter dich zu halten. Hast du dir gedacht, wenn Team Redline ein bisschen zusammenspielen kann, dann können wir das bei Falcon Team schon lange? Ja, guten Abend erstmal. Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich geht es individuell in der Meisterschaft jetzt nicht mehr um so viel. Ich wusste auch, dass ich im Rennen auf den kalten Reifen mit dem Porsche extrem zu tun haben werde. Und deswegen habe ich es dann geschafft, sogar beim Start außenrum am Kevin vorbeizugehen. Und dann war die Devise eigentlich, Tim einfach so gut wie möglich den Rücken freizuhalten. Dass Kevin dann innerhalb der ersten drei Runden schon so extrem attackieren kann, war natürlich nicht der Plan. Aber ich habe dann das Beste draus gemacht, versucht, mich so lange vorn zu halten und habe dann, glaube ich, auch eine ordentliche Gap hinter die Führungsgruppe da gerissen, dass die da vorne sauber ihren Job machen können. Das ist spannend, ne? Die fahren jetzt da vorne wirklich die Meisterschaft raus, aber ihr fightet trotzdem fleißig weiter. Leo, fass mal die Saison so ein bisschen aus deiner Perspektive zusammen. Jetzt gehen wir dann ins Saisonfinale in einer Woche. Wie war denn die DTM eSports Championship 2024 für dich? Ja, eigentlich, also sag mal, in mir drin, von der Vorbereitung her, von der Pace, die ich eigentlich jedes Quali, jedes Rennen hätte mitbringen können, bin ich eigentlich schon zufrieden, aber die Endergebnisse haben eigentlich nicht so wirklich gestimmt. Ich glaube, in der Hälfte der Rennen hatte ich irgendwie einen Zwischenfall, irgendwas Kleineres, und das hat mich natürlich unglaublich viele Punkte gekostet in den Meisterschaftsstandings. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. An sich, die Performance war nicht schlecht, aber ich habe diese Saison einfach nicht das nötige Rennglück, um da vorne irgendwo mitspielen zu können. So ist es dann leider manchmal, gell?
Das ist das Leben und das ist manchmal der Rennsport, da kann man mal so auch so wirklich so hart sein. Vielen, vielen Dank. Schön auf jeden Fall, dass du mit dabei bist in diesem Jahr. Wir sehen uns in einer Woche dann wieder auf dem Hockenheimring. Ich danke euch. Schönen Abend noch. Danke, Leo. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ja, stimmt schon, aber das ist auch Racing. Also ich meine, du musst halt wirklich perfekt jedes Rennen performen, um so eine Meisterschaft zu gewinnen. Da kann das nicht immer irgendwelche kleinen Incidents geben. Das ist eben der Pain und das macht eben das Mittelfeld dann auch aus. Also ich meine, bin da dann that. Das ist halt einfach so, wenn du nicht jedes Rennen performst, dann bist du auch nicht Meister der Meisterschaft. Das ist leider Motorsport. Das nicht leider. Andere jetzt unter sich ausmachen. So. Wir schmeißen den Zufallsgenerator an und ich denke, alle warten jetzt ganz Flitzebogen gespannt mäßig auf das, was jetzt kommt, denn wir wollen gucken, wer kriegt das Thrustmaster-Set, das ja eingeblendet wird. Das ist Guy Fakes, der gewonnen hat. Den Namen kann ich echt mal aussprechen. Ja, stimmt, das gab ja hier sowas. Guy Fakes, ja, habe ich im Chat noch gar nicht gesehen, aber hat wohl mitgemacht und dementsprechend Glückwunsch. Es gibt schöne Pedale für dich. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation dazu. Mega cool. Also ich finde auch die Preise, die wir hier haben an Bord, sind echt mega. Nächstes Mal haben wir schon mal gesprochen. Ich will da auch mitmachen. Aber du bist eh der größte Gewinn für uns. Deshalb sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter geht's in einer Woche auf dem Hockenheimring. Ihr seht's eingeblendet. Das letzte Rennen oder der letzte Renntag der Saison. Das grande Finale der Hockenheimring. Ja, wir freuen uns. Hockenheimring, mega, mega Strecke, wie du sagtest, sowohl im DTM-Kalender als auch bei uns. Und ich glaube auch für euch Zuschauer mit unserer offenen Meisterschaft werden wir eine gute, gute Zeit haben nächsten Freitag. In diesem Sinne, danke an den Chat. Schön, dass ihr mit dabei wart. Alles Gute euch. Und nächste Woche könnt ihr natürlich wieder vom Thrustmaster gewinnen, wenn ihr wieder mit dabei seid bei der DTM Esports Championship 2024. Danke, Patricia. Danke, Tobi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.